Alles gut. Es ist immer alles gut. Ja, Okay. das Ich sag kriegt man immer immer mehr wieder, wenn ein mit. bisschen, wenn der Hauch von Geist da ist, wenn du eins und eins zusammenzählen kannst. Der eine Ich Geist. sag, wie weiß ich, wollt ihr eigentlich noch? Das ist einfach hirnrissig. Und das sind so kleine elementare Sätze, die ich da immer wieder wiederhole. Und Ja, das es war muss ein doch irgendwann wieder Feuerwerk verstehen. auch heute. Heute auch wieder ein Feuerwerk mit all dem. Ich Das, fühlte weil mich es, die Puzzlestücke total. setzen sich irgendwann einmal zusammen. Ja. Und dass wirklich alles synchron läuft. Es ist alles Ja. perfekt, was wir am Wahn lebst du, wenn du meinst, dass was nicht stimmt. Es ist immer, wenn deine Logik hier aufbegehrt, weil dir irgendwas nicht passt. Aber das ist, dann strebst du Einseitigkeit an und das ist immer Selbstentheiligung. Ja. Du hast nicht einmal dein jetzigen Leben was zu verändern. Du hast der Beobachter zu wann diese These, Antithese, wo ich immer mit dem Puzzlestückchen sage. Und du Ja. als Geist hast dir immer die andere Seite dazu zu denken. Und dann habe Ja. ich auch noch mal hier das Klingelingeling-Beispiel, wo ich dann immer sage, das sind zwei Ja, Möglichkeiten. Eine super. baut eine Kausalität, wo du die Kausalität, Ursache, Wirkung praktisch austauscht. Ja. Die andere Seite, die ich dir jetzt erkläre, ist das, was du auch überprüfen kannst. Das ist dieser ständige Wechsel. Genau. Das ist praktisch der Sprung von dem unbewussten chronologischen Denken mit Vorher und Nachher in den Sprung Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Und das sind einfach zwei Sachen. Da könnte ich auch sagen, die eine kannst du überprüfen, die eine Seite, und die andere erfordert blinden Glauben. Das ist das, was du bisher geglaubt hast. Ja, das Normale. Ich könnte Genau. jetzt da wieder ein paar Sätze gerade, ich habe mit meiner Marion spaziergehen. Das sind Sätze, die ich so oft wiederhole, die nicht diskutierbar sind. Und wenn Ego in dir drin ist, rebelliert es. Und dann machst du dich blind, wenn du Geist bist und alle Figuren, die du dir ausdenkst, alles existieren, die hat keine Überlebenschance. Da läuft aber nichts verkehrt. Es ist bloß der Wahn zu glauben, ich bin jetzt dieser Körper und den muss ich möglichst lang behalten, weil ohne den Körper gibt es mich ja nicht. Und ich sage jetzt hier, dein Körper ist deine Traumwelt und es gibt keine Traumwelt ohne einen träumenden Geist, dann gilt dasselbe. Aber dann bist du eben ewig und die andere Seite ist die ständige Veränderung in dir. Ja. Ich Krishna habe und jetzt gerade Arjuna. Ariane erzählt, dass ich hier und jetzt so einen Punkt in mir erreicht habe, ist Quatsch, aber begegnet bin, wo diese totale Ruhe ist, wo du immer sagst, einfach nur schauen. Und es ist wie so ein Ausruhen und jetzt kommt der Robby noch mit dazu. Möchtest du noch mit teilhaben? Ja, Hier, sonst sag noch kurz guten Morgen. was ist denn mit dem Surfer? Surf die Welle. Morgen. Hi Robert! Möchtest du dich wieder zusetzen? Robert. Es ist alles so einfach, es ist Es wirklich, man ist macht es so einfach. schwer, Das ist weil man das nicht zuhört, Schöne, UP. weil man Du nicht hast das zuhört. auf den Punkt gebracht, dass das ist so einfach. Wir machen es Richtig, uns es immer ist so eine kompliziert. Kleinigkeit, wo ich bringe mal ein altes Beispiel. Das kann man nicht oft genug hören. Dass ich immer wieder sage, egal was du dir jetzt ausdenkst, die Schwierigkeit ist, es wird niemals irgendein Gedanke, den du dir denkst, das verstehen. Ja. Und Jetzt kannst du es noch mal kurz wiederholen. Ich habe das jetzt gar nicht gehört. es wird alles, was ich erkläre, wird niemals irgendeine Information von dir verstehen. Ein Gedanke von dir. Und du kannst für das Wort Gedanke, kannst du jetzt Information setzen oder wir machen für den Gedanken einfach einen Namen. Ob ich jetzt den Gedanken Ja nenne oder ob ich den Stein nenne oder Haus nenne, das ist einfach eine Information. Und du wirst feststellen, dass dieses Wort wieder im Hintergrund, das ist immer wieder das Spiel, habe ich ja tausendfach erklärt. Und was jetzt wichtig ist, das ist der springende Punkt, dass ich sage, wir reden hier von Geist, rot geschrieben, von Ewigkeit und einer vergänglichen Erscheinung, weil wir das nicht begreifen. Und vergängliche Erscheinungen sind nur Protagonisten oder Antagonisten in einem Traum. Und was jetzt hier ganz, ganz wichtig ist, das sind vergängliche Erscheinungen. Es sind Lebensabschnittsgefährten in einem gewissen Maß. Und du kannst, vergängliche Erscheinung ist kein Geist, das wird niemals verstehen, auch wenn das für dich den Eindruck hat. Für dich wird es so sein, wie du dir das denkst. Ich weise auch darauf hin, dass ein Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist einfach nur Information von dir. Der kann das nicht verstanden haben. Der sich's denkt, muss das verstehen.
bleib einfach bei der Sinn der Metapher mit dem Geist. Und jetzt habe ich gesagt, dass alles, was jetzt mir Tiere ich nicht, bleiben wir im Bereich der Säugetiere. Bei Säugetieren, denen sprichst du einen Instinkt zu. Da steht schon, ich bin du drinnen. Und den Menschen per se, Trockennasen, auf ihr auch ein Zeugen, dir sprichst du einen gewissen Intellekt zu. Ich sage, es ist nur ein quantitativer Unterschied. Instinkt entspricht einem Taschenrechner. Intellekt entspricht einem Computerprogramm. Aber es sind zwanghafte, vollkommen bewusst geistlose, unbewusste Reaktionsmechanismen. Wenn ich in einen Taschenrechner 5 und 5 eingebe, antwortet der mir mit 10. Das ist die Ausgabe. Beim Intellekt sieht es ganz anders aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel Jan sage, mit einem Ariane-Programm taucht, oder Udo sage bei euch, taucht sofort ein ganz bestimmter Udo auf. Einer von unendlich vielen Udos, die ihr euch denken könnt. Das ist dann die erste Ausgabe. Das ist immer, wo ich sage, hast du das Liliane True-Programm und du hörst das Wort Ariane, denkst jetzt hast du mal an ihre Tochter und nicht an die Ariane. Mhm. Die kommt dann in der Hierarchie ein bisschen später. Ja. Durch Holofeeling. Mhm. Aber da gibt es 1000 andere Programme, die auf das Wort Ariane eine komplett andere Vorstellung machen. Ja. Jetzt ist es interessant, dass wenn du jetzt aus dem Wort Ariane du ein Bild machst, das ist immer bloß, da kannst du auch viele Bilder machen. Ja. Auf Bezug auf den Körper gibt es viele, was hat sie an, wie denke ich mir die, wenn du ein Bild aufbaust? Das sind diese Schichten. Ja. Es ist kein Unterschied. Du wirst merken, dass alle Figuren in deinem Traum im Hintergrund, ob wir das jetzt Instinkt oder Intellekt nennen, einfach nur KI-gesteuerte Figuren sind, wie in einem Zeichentrickfilm oder Protagonisten, Antagonisten in einem Roman. Erschaffenes, ohne eigenes Bewusstsein. Auch wenn die vollkommen real auf deiner Verabredung sind. Und jetzt kommt, das habe ich oft erklärt, wie so vieles. Und jetzt kommt der absolute Hammerschlag. Bevor dir nicht bewusst wird, dass das vor allem als dem Subjekt vorm Spiegel für den gilt, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Dir muss klar sein, dass der Mensch, blau jetzt, mit dem du dich verwechselt hast, letztendlich die Urzelle ist für all diese Zombies um dich herum. Okay, ja. Der Robert oder der Udo oder die Ariane oder die Marion, die ich mir jetzt andenke, bilden dabei keine Ausnahme. Mhm. Es sind genauso maschinengesteuerte Zombies. Du erlebst halt bloß das Leben, das dein Programm aufschmeißt. Ja. Mhm. Und es ist ein riesen Trugschluss, wenn du jetzt sagst, ich bin der Robert, dass du meinst, hier die Marion, die von dir ausgedacht wird, oder der Udo, das ist nur ein Protagonist in deinem Traum. Dass ich immer sage, wenn du dich wirklich einmal mit Videospielen auskennst, dass wenn du jetzt Du bist ja ein Teil dieses Programms. Deine KI ist ja auf den Konstrukt mit drauf. Ja. Das wären jetzt die KIs. Wir sagen natürlich jetzt normalerweise, ich bin ja Mensch und ich spiele das Spiel. Aber sobald du mit dem Joystick vor dem oder deine VR-Brille aufhast, das ist nur grober, feinere Form von dem Joystick, sobald du bist du eine KI. Du reagierst auf Bilder mit Eingaben. Und jede Kleinigkeit, die du machst, verändert das, was du Zukunft nennst. Das ist das Autobahnbeispiel. In dem Moment denken wir uns natürlich jetzt schon wieder eine Landkarte aus und meinen, das ist da außen. Aber ich sage, denk einfach, das sind jetzt Verzweigungsketten im Computer. Ja. Und du wirst ständig konfrontiert, eine Entscheidung zu treffen. Dir bleibt gar nichts anderes über. Mache ich das oder mache ich das nicht? Da gibt es auf der unteren Ebene, kannst du nur einseitig reagieren. Das genau, heißt, keine Freiheit. So, diese Entscheidung ist nach wie vor immer noch keine Vervollkommnung, sondern eine Entheiligung. Ja. Du kommst an der Kreuzung, du kannst nicht stehen bleiben. Ich habe gerade mit meiner Marion beim Spazieren, wir gehen ja sehr viel spazieren, wo ich sage immer jetzt rechts oder links. Ich sage, die Entscheidung, die wir jetzt treffen, ist letztendlich, wenn ich jetzt einen Film anschaue, mit der Entscheidung links zu gehen, lege ich jetzt fest, welche Bilder in welchem Wechsel dann kommen. Jetzt rein einmal in Bezug auf die Landschaft, durch die ich mich angeblich bewege, wenn ich mich in Bewegung setze. Mhm. Entscheiden wir uns links zu gehen, steht eigentlich in dem Moment schon mit den ersten Schritten fest, wenn wir heimlaufen, laufen wir so rum heim oder so rumlaufen, welche Bilder in uns auftauchen, bis wir wieder unsere Haustür vor Augen haben. Ja. Mhm. Ja. Und das Prinzip ganz grob. Ja. Auch für emotionale Entscheidungen. Das sind die Flügelschläge des Schmetterlings, dass auf kleine Entscheidungen, die du jetzt triffst, zwar in der groben Bewegung nichts ändern, aber die können dann hier jetzt, was wir Zeit nennen, ist ja nur
eine tiefere Struktur, wo wir uns reingehen. Der Zeitcode in einem Film, das ist ja nichts, dass das in der Zukunft passiert. Kann ganz, das ist der Flügelingsschlag, der an der Stelle, an einer anderen Stelle, die in unserem Kopf natürlich immer hier und jetzt ist, in dem anderen Bilderbereich, komplett alles verändert. Kleinste Entscheidungen, die du jetzt triffst, die dir gar nicht bewusst sind, können ganz massiv deine Zukunft verändern. Das ist, darum ist diese Chaos-Mathematik, das Gesetz der großen Zahl, das ist, das Wissen ist immer richtig. Mach dir keine Gedanken um Wissen bei Holofeeling. Ich mache das so unendlich einfach. Ja. Es ist tausendfach. Ich erkläre dir Ja. jetzt, was du bist was anderes wie ein Gedanke von dir. Das machen die Trepperweins und die Dulles auch, wo ich sage, ich will ja die nicht schneller. Ich behaupte nur, dass das ganze Klientel, das die sich ausdenken, denen die das erzählen, die erzählen das immer noch Menschen. Genau, ja. Und du wirst, wenn du hinhörst, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wirst du immer noch feststellen, denen geht es immer noch hier einseitig, Wünsche zu verbessern, an Geld zu Genau, kommen. In genau. meiner Firma, die haben dann mein 500 SL, den ich dann gekriegt habe, Ja, genau. ich habe mir gewünscht und dann hat er an der Börse hier 1 Million gemacht, das war so Ja. eingeben, da das Geld anlegt, meine Firma. Es ist, Nee. ich bin jetzt nicht verstanden, aber ein bisschen schwanger gibt es nicht. Ja, genau. Es ist kein Thema, du brauchst in dem Leben Geld, aber da sage ich immer schon seit 20 Jahren, das, was du brauchst, um glücklich zu sein, wenn du dich nicht ständig vergleichst. Du brauchst, wenn du einen Durst hast, solange du in der Rolle eines Trockennasenaffen bist auf der Bühne, du brauchst was zum Trinken, das kannst du mit einem Wasserhahn abstellen. Du brauchst was zum Essen. Ich sage dir, du kannst mit Hartz IV, musst du nicht verhungern, kannst du dich super gut ernähren. Und auch hier gilt, ob das schmeckt oder nicht schmeckt, liegt im Auge des Betrachters deine Bewährung. Und du brauchst, wenn es kalt ist, irgendein Loch, dass du der Arsch nicht abfriert, wo du schlafen kannst. Und wenn diese Gesetzmäßigkeiten gegeben sind, hast du eigentlich, wärst du in der Lage, dich 100% glücklich zu machen, dass du in dem Frieden lebst, den du gerade angesprochen hast, Marion. Dieser Friede, von dem ich rede, hat überhaupt nichts zu tun, in was für Umständen ich bin, solange ich einen relativ schmerzfreien Körper habe, solange ich nicht hungern muss und nicht dursten muss und mich nicht friert. Kann ich den Frieden schaffen? Alles andere ist ein Vergleichen. Und darum sage ich, wenn du schon ständig dich vergleichst, all die Sätze vor 20 Jahren schon, dann vergleich dich nicht ständig mit denen, die du dir ausdenkst, wo du sagst, denen geht es ja viel besser wie mir. Die können sich ja das leisten, die haben ja das, die besitzen ja das. Sondern vergleich dich nach unten. Und jetzt ist der Satz in deiner Logik, wenn du jetzt deine Welt erforscht, garantiere ich dir, so wie du dir jetzt Erdkugeln mit Weltbevölkerung ausdenkst mit deinem Programm, kannst ja wachrufen aufgrund deines Programms. 80% der Weltbevölkerung würden sich alle 10 Finger abschlecken, in Deutschland mit einem Hartz-IV-Empfänger tauschen zu dürfen. Das wäre für die schon unvorstellbarer Luxus. Ich sage, wenn du dich schon vergleichst, vergleich dich mit denen und dann läufst du den ganzen Tag, egal wie du zurzeit selbst da zwei Vier-Empfänger läufst, rum und sagst, geht's mir gut. Die Freiheit hättest du, aber das ist jetzt nur Gedankenspiele. Der Wahn dieser Einseitigkeiten. Du kannst Figuren von dir nicht erreichen. Du musst der Erste sein, der das versteht, Robby. Und ich sage immer wieder in deinen Dateien jetzt, ich wiederhole nochmal mit Corona, bei Holofeeling geht es nicht um für oder wider Corona. Du verwirklichst auch deinen Glauben. Das heißt, alles, wenn du an was beweisen willst, ich bin da so oft drauf eingegangen. Was du glaubst, du hast deinen eigenen Traum. Du, wenn jetzt dann der Marion beweisen willst, dass du aus dem Hühnerfarmen gehen, kannst du die in deinem Kopf materialisieren und die Marion, die du dir ausdenkst, wird dann die Hühnerfarmen auch sehen. Das ist aber die Marion, die du dir ausdenkst, ist nicht du selbst mit dem Marion-Programm. Das kann sein, dass ihr euch überhaupt nie getroffen, dass ihr euch zwar mal gesehen habt, aber nie, das ist mein Holger-Andrea-Beispiel, dass ihr euch nie, in deiner Welt bist du mit der Marion zusammen, in der Marion ihrer Welt seid ihr nie zusammengekommen. Du erlebst nur deine selbst generierte Welt. Mit Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das ist, das muss man wirklich wiederholen, immer wieder wiederholen. Das merkst du jetzt, die Qualität in dem Chat. Das sind nur ausgedachte Figuren. Die steigt gewaltig. Das ist jetzt so, wenn ich jetzt Namen suche, Kerstin ist jetzt ein Gedanke und ein Gedanke ist wieder weg, wenn wir nicht denken. Aber auch bei einer Helene oder so, die sagen, das ist unglaublich, seit 5 Jahren, ich höre mir die immer wieder an und jetzt macht es plötzlich schläge, weil sich das zusammensetzt, weil es halt ein unendlicher Komplex ist. Meine Helene, wenn wir sprechen, ich sage mir, es ist wirklich das absolute Geschenk, überhaupt Holofeeling bekommen zu haben. Und du kannst dann keinen retten, wenn du liebe Menschen hast, ob das Kinder sind, ob das die Eltern sind. Du hast keine Chance. Liebe die so, wie sie sind und versuch sie nicht zu missionieren.
Unser schönes Root-Beispiel jetzt. Das ist sehr treffend. Jetzt, ihr müsst, wenn sie bei mir schreibt mit ihrer Familie, ich sage, die hat doch nur, sie ist die ganze Familie, auch der Schwager, die Kinder, die sind von klein auf sind in dieser Sekte groß geworden. Und jetzt bricht die Ruth aus. Natürlich will sie jetzt das klarstellen. Sie will schon wieder missionieren und kriegt natürlich volle Breitseite, jetzt ist sie da aussetzt. Ich habe es auch von der Reinheit im Mund. Es ist vollkommen sinnlos. Ich kann es nur anbieten, das ist wie der Wegweiser. Wie ist dein Robby, ist mir genauso am Herzen gelegen, der Heinzel genauso am Herzen gelegen wie der Robby. Der hat genau dieselben Chancen gehabt wie du, das ist ein Wegweiser. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da, aus, fertig. Ja. Ich mache keinen Zwang. Du weißt, der hat er dann sich mal angerufen. Ich sage immer wieder, Heinzel, ich werde immer dasselbe erzählen. Es ist ja der Witz, du musst ja an deinem Leben nichts verändern. Du weißt, ich sage, ihr merkt es doch. Robby, wie lange bist du dabei? Habe ich mich jemals in dein Leben eingemischt? In Anleitungen, was Sekten machen. Dir wird plötzlich bewusst, was für ein unendliches Leid Religionen über Menschen bringt, die an diesen Religionen anhaften, egal in welcher Sekte, in welcher Religion du bist. Innerhalb deines Klüngels, wenn wir jetzt die Root-Familie sagen, dieses Gutmenschentum, das ist alles super, was da für ein Hass ist, wie viele Feindbilder die predigen, alles mit der Scheinheiligkeit, Jesus, liebe deine Feinde. Das ist was ganz was anderes. Das ist dann immer was ganz was anderes. Mein Dassenbeispiel, ich sage, setz für die Dasse einfach das Wort Politik, links ist rechts, richtig, links ist richtig. Ja, das kann man nicht vergleichen. Das hörst du dann von normalen Menschen. Die wollen das gar nicht. Die wollen ihren Bewusstsein überhaupt nicht erweitern. Es läuft alles bestens. Und umso mehr du begreifst, was du selbst bist, und da musst du dich gelöst haben, wenn ich da die ganzen Jenseitsspinner, Robby Zimmer, Badan Vater, ich war ja schon klinisch tot, ich habe mich da liegen sehen zum Beispiel. Das ist immer nur die volle Identifikation mit dem Körper. Und dir wird immer mehr bewusst, wie unendlich unbewusst diese Figuren in einem Raum sind. Das ist, wenn ich immer in diesen Gesprächen als Brösel Udo jetzt, wo ich immer wieder darauf hinweise, was hörst du jetzt, machst dir bewusst, du schaust nur deine Informationen an. Da außen gibt es keinen Udo, wenn du ihn nicht denkst. Und wenn du ihn denkst, dir fällt jetzt ein, Ariane, den könnt ihr anrufen, ist es doch vollkommen okay, und man macht es bewusst. Ja, genau. Ja, Verstehst du, das ganz ist, da musst du genau. gleich, mach es ganz Ganz bewusst. genau, das ist es, ja. Hier ist doch die Möglichkeit, der Udo hat doch gar keinen Einfluss mehr drauf. Das ist einmal das, und du wirst dann merken, da gibt es dann das, wo ich sage, auf der höheren Ebene, das, was ich da Holofeeling nenne, eine Gemeinsamkeit von Leuten, die in ihren Persönlichkeiten vollkommen unterschiedlich sind. Aber was du nicht, meine Lehrgelder, wo ich gezahlt habe, diese kleine Hoffnung, dass vielleicht irgendwann einmal die Menschheit, dass sich Holofeeling durchsetzt, ich sage immer wieder, das ist nicht für von dir ausgedachte Menschen. Es ist für die, die sich ganz bewusst Menschen ausdenken und denen bewusst ist, die Menschen, die ich mir jetzt denke, existieren nur, weil ich sie denke. Und wenn ich sie dann mal denke, ist sie weg. Die Menschheit retten wollen, all den ganzen Schwachsinn, wenn du in Corona gehst. Ich wiederhole nochmal, pass auf, es wird überhaupt nicht angesprochen, du wirst die nicht erreichen. Ich bleibe mal in deiner Welt, wenn du dir die Mühe machst. Ich habe mehrere Male angesprochen, jetzt was Corona anbelangt, diese Pandemie, dieses Riesenentsetzen. Wenn früher eine jetzt ausgedacht aus Geschichtsbüchern eine Pandemie war, zum Beispiel die Pest oder Cholera, und du schaust, du machst dich jetzt einmal schlau, wie das ausgeschaut hat. Wir denken uns jetzt einmal der Pestausbruch. Dann ist es ja so, dass eine Kleinstadt wie Weißenburg mit 18.000 Einwohnern innerhalb von 3 Monaten reißt es hier über die Hälfte der Bevölkerung weg. Das ist eine Pandemie. Ja, genau, ja. Schau jetzt Ebola in Afrika, Ja. wo hier in kürzester Zeit 25% der Bevölkerung in einem Dorf ausgerottet wird. Ja, So, und jetzt pass auf, wir gehen jetzt offiziell, ich nehme jetzt das Wort normal, statistisches Bundesamt, es gibt ein statistisches Bundesamt, da kannst du die Zahlen einsehen. Und dann schaust du dir einfach mal, was leicht zu erreichen ist mit einigen Klicks von 2016 bis 2020, die Sterbe prinzipiell nur, wie viele Menschen in Deutschland gestorben sind. Und zwar jetzt über alles. Todesfälle, egal ob das Krankheiten sind, ob das Autounfälle sind, egal was es ist. Und du wirst feststellen, Weniger wahrscheinlich. es ist bis November, Dezember können wir jetzt gleich lassen,
ist praktisch, das kann es fast ausgleichen. Wir haben 2020 gegenüber 2019 eine sogenannte Untersterblichkeit. Es sind 2019 wesentlich mehr Menschen sterben wie 2020. Bis dato, bis jetzt. Also bis November. Jetzt frage ich dich ganz normal, nur allgemein, wie viele sind in Deutschland umgekommen? Ich mache die Bildzeitung auf, da lese ich, rund um die Uhr laufen die Verbrennungsöfen, weil sie gar nicht genug Corona-Kranke weg, die können die gar nicht alle wegverbrennen. Jetzt ist letzte Überschrift in der Bildzeitung, ganz interessant, weil mir ist die 86 ins Auge gestiegen. Hier 86% der Sterbefälle mit Corona sind in Altersheimen. Jetzt pass auf, Robby, du nimmst deine Tageszeitung in die Hand und es ist ja das Schöne, was du immer die Kleinigkeit seit Corona ist. Ich denke mal, wir denken uns das jetzt aus aufgrund der Worte und wir bleiben mal ganz normal in unserem normalen Denken. Ich habe das ja aus der offiziellen Zeitung heraus, aus den Nachrichten. Seit Corona existiert, macht man Folgendes, dass jeder, der stirbt, egal wer stirbt, wird auf Corona untersucht, die Leiche. Darum heißt es immer wieder, so und so viele Sterbefälle mit Corona, wo viele Ärzte, natürlich Verschwörungstheoretiker, Querdenker, die darauf hinweisen, hochdotierte Ärzte, die darauf hinweisen, dass davon, die Meinungen gehen etwas auseinander, 80 bis 90% auch gestorben wären, wenn sie den Coronavirus nicht in Sinn hätten. Corona war nicht die Todesursache. Es ist halt, weil jetzt seit am so und so vielten jeder, der stirbt, auf Corona untersucht bei die Leiche. Kommt das in die Statistik rein? Sterbefälle mit Corona. Manipuliert. Jetzt pass auf. Wenn ich in meine Tageszeitung reinschaue und ich schaue die Todesanzeigen in Weißenburg an, dann wirst du jetzt erst einmal feststellen, die große Masse, ich sage mal 86% der Sterbefälle, die drin sind, geboren 1932, geboren 1935, geboren 1927, 26% sind in diesem Alter. Ja. 86% der Sterbefälle mit Corona sind in Altersheimen. Ja. Die wären aber auch gestorben, wenn sie kein Corona nicht hätten. Ei, Ich glaube das nur der ist aber so Statistik, die ich viel. selber gefälscht habe. Mir hat es früher schon mal gefallen, wenn wir in die Stereoanlagen gehen, wenn du Frequenzgänge von Stereoanlagen hast und dann hast du immer so auf dem Schreiber diesen linearen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hertz immer im Prospekt drin. Einfach nur die Tabelle mit dem Strich. Was aber hier nicht angehen wird, in was für ein Maßstab, wie viel dB hier, wenn das so eine Linie ist, wie viel dB das schwankt. Das ist, weißt du, das ist. Wenn du physikalisch wirst, das ist alles so ein Witz. Und du wirst merken, wenn du einmal genau wirst, Robby, das ist so voller Fehler, wenn du eigene Meinung hast. Die Frage ist das stochastische Denken. Du musst dir jetzt erst einmal bewusst machen, wenn was Neues in dir auftaucht, willst du es glauben oder lehnst du es ab? Egal, ob du das oder das willst, du wirst in irgendeiner Einseitigkeit landen. Und dir wird diese Erbärmlichkeit bewusst. Und jeden, den du dir denkst, das ist eine eigene KI. Die wird zwar von dir gedacht, du kriegst ja nur die Äußerungen mit. Das ist wie in einem Videospiel. Hättest du dieses Programm, wäre das dein Glaube. Und du wirst jetzt merken, dass Mainstream-Medien mit was für einer Brutalität die über Verschwörungstheoretiker oder Querdenker, die zeigt ganz massiv, es wird nur immer hingewiesen, das sind eh Spinner mit einem Aluhut oder Rechtsradikale. Ja. Selbstverständlich sind da wirklich Spinner, auch wenn dann Ausschnitte sind in der Heute Show beim Welge, wenn der Interview macht bei Querdenker, da merkst du, das sind voll bedepperte, schon am Gesicht vollkommene Psychoten. Ja. Aber die sind da auch dort. Der Witz, Udo, ist doch, dass wir hier in unserem kleinen Kaltstadt, hier in unserem Haus und darüber hinaus in Würzburg nichts mitkriegen von irgendwelchen Ich rede Querdenkern. jetzt ganz normal über Medien und Basien, Robby. Ich unterstreiche das, was du sagst. Und Aber nicht einmal das kriegen wir mit, wenn ich wir sage schauen. definitiv, halte dich da möglichst fern und wenn, dann mach dir bewusst, wie du, ob du positiv oder negativ resonierst. Ich sage dir nicht, dass ein Corona existiert oder nicht existiert. Es gibt es doch jetzt. Die Frage ist, inwieweit schaukelst du dich rein? Wir reden noch drüber. Es gibt da jetzt im Moment gibt es zum Beispiel in meinem Kopf KZ, weil ich jetzt an KZ denke. Ja. Deinen übrigens auch, weil ich das Wort KZ ausgesprochen habe. Wie immer auch du das definierst, du sollst dir bewusst machen, wie dein Programm dir das einseitig vorlegt.
Ja. Das ist nicht mein Thema ist nicht, aber weil ja Berg oder Dal ist. Das hören die nicht. Du merkst, da resoniert die Masse, du kannst nicht reden drüber. Die wollen da gar nichts hören, da ist keine Neugier da. Das schon der Satz, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder Dal? Gibt es jetzt eigentlich Corona oder gibt es kein Corona? Das sind die zwei Seiten. Worum es mir darum geht, ist nicht dir zu erklären, Richtig. sondern dass ich dir klar mache, dass wenn du die andere Seite einnimmst, und da habe ich jetzt gesagt, die Querdenker und so, Ja. auch hier die eine Seite versucht sich am Leben zu halten, wie in der Politik. Politik ist so unendlich schmutzig wie Religion. Es ist machtgeil, wenn dir bewusst wird, wie so unendlich viel Leid die Menschheit über Menschheit, die wir uns jetzt ausdenken, in dieser offiziellen Geschichte gekommen ist durch Religionen. Bis zum heutigen Tag in Ja. ihrer Scheinheiligkeit mit Angst machen, wenn ihr das macht, was wir wollen. Genau. Wir sind immer die Guten, egal was es ist. Ja. Und es ist verlogen ohne Ende. Ja. Ich habe in den letzten Selbstgesprächen, aber habe ich angesprochen, und da geht es jetzt nicht um den Euro. Ich mache jetzt die Pointe dazu, die ich nicht angesprochen habe. Ich weiß hundertprozentig sicher, was ich beschwören könnte. Natürlich, die Zahlen habe ich auch nur raus. Und zwar bezugnehmend jetzt, nach dem Selbstgespräch, habe ich die Heute-Show angeschaut, die neue. Und dann wird hier der große Gewinner ist angeblich Emerson. Ich bin als Udo, muss ich sagen, Emerson ein absoluter Emerson-Fan. Jetzt die eine Seite. Jetzt rein als Endverbraucher Ja, ist keine Firma, die keine Wahl, seriös und klar. problemlos ist, wenn du was Ist, magst, ob das ja, gut sind. leider. Die haben den Kundenservice, da haut es dir den Vogel raus. Ja. Da, wenn irgendwas ist, es geht nicht besser, Robby. Die Martin hat, wenn sie mal was bestellt hat, hat sie gesagt, sie will mal auf Rechnung zahlen. Sie will keine Abbuchung, sie will auf Rechnung zahlen. Und dann irgendwann habe ich auch mit dem Holger, der schon ewig Amazon-Kunde ist, der sagt, du kannst da überhaupt, keiner ist zuverlässlicher, was Abbuchungen sind und seriöser und kulanter wie Amazon. Ja. Es stellt sich jetzt immer wieder raus, da wenn irgendwas ist, wenn dir was nicht passt, schick es zurück. Anstandslos, ohne Begründung, hast du ruckzuck eine Gutschrift, die schreiben dann dir sogar nur hier, ob du das gut geschrieben haben willst, dass man nicht hin und her sendet, oder Ja. ob es das auszahlen soll wieder, wenn das abgebucht wurde. Ja. Null Problem. Ja. Ohne Diskussion. Ja. Also gut, jetzt das machen wir mal immer, auch bei Google habe ich so oft gesagt, wo viel positiv ist, ist viel negativ. Also für dich jetzt als normaler Träumer, der Geist in deinem Traum ist es die feinste Art einzukaufen überhaupt. Ja. Kannst du alle anderen dagegen vergessen. Das ist auch mit dem Austauschen, wenn was ist. Da, wenn du beim sogenannten Fachhändler was hast, der könnte das gar nicht machen, glaube ich es mir. Könnte dir so viele Geschichten erzählen. Aber jetzt pass auf, jetzt kann man immer. Ich weiß, also bei der Heute-Show war dann, mein Selbstgespräch war vorher, ich sage dir, was ich bei der Heute-Show gesagt habe. Was ich vorher im Gehört. Selbstgespräch gesagt Ja, habe, Entschuldigung. ja, ja. Ich habe in dem Selbstgespräch gesagt, ich weiß, dass ich, Jahreszahl ist nicht ganz fest, aber ungefähr um 1990, 1991 rum, habe ich in meinem Laden, Robby, ich glaube, du warst einmal bei mir in meinem kleinen Laden, oder? Warst du da mal, oder? Zwei, dreimal war ich da. In meinem Laden, ich habe 1990, 91 doppelt so viel Einkommensteuer an die Bundesrepublik Deutschland überwiesen wie Emerson, damals schon. Wobei da das Hauptgeschäft doch Bücher waren, damals schon mit einem Milliardenumsatz. Ja. Ich weiß nur, ich habe ja gesagt, ich habe über 82% Abzug gehabt. Und das sind nicht einmal keine Mark an Krankenversicherung weg oder Altersversorgung weg. Es waren reine Vermögensbesteuerungen, Gewinnversteuerungen. Ich habe mehr, doppelt, sogar doppelt so viel, die Zahl, wo ich gesehen habe im Manager-Magazin, was die Steuern zahlen. Ich glaube, 91 war das, habe ich doppelt so viel Einkommensteuer gezahlt, wie immer, als er Steuern bezahlt. Aber daran sieht man doch, dass da im Moment, Robby, lass gleich. hochgradige Fehler drin sind. Robby, pass auf, gleich. Ich rede, das habe ich 91 schon gesagt. Und das Selbstgespräch war im letzten oder vorletzten Selbstgespräch, habe ich das erwähnt. Naja. Und abends kommt die Heute-Show mit dem Welge und dann kommt das Thema Amazon. Der große Gewinner ist angeblich Amazon. Und dann spricht der Welge ganz klipp und klar Folgendes an, weil ja viele jetzt bei Amazon stellen. Und das lässt den Einzelhandel jetzt endgültig ausbluten. Ja, es ist. Den Einzelhandel, der mit seinen Umsätzen in Deutschland und seinen Gewinnen Steuer zahlt. Amazon wiederum Ja. zahlt bis dato nahezu überhaupt keine Einkommensteuer in Deutschland. Und jetzt erwähnt er Unverschämt. anhand, wohlgemerkt, vollkommen seriös an einer Gesetzeslücke, die sehr wohl bekannt ist, aber die vollkommen rechtlich vollkommen in Ordnung ist. Der Witz ist,
Diese Gesetzeslücke hat schon 1991 bestanden. Das sind 30 Jahre. Die hat es vor 30 Jahren schon gegeben. Okay. Wieso wurde das in den letzten 30 Jahren nicht abgestellt? Genau. Weil es dieser Scheißdreckslobbyismus ist. Weil die ganze Politik, jegliche Art von Politik sind Parteien und die leben letztendlich durch Schmiergelder von Lobbyismus. Ja. Ich mache jetzt keine Verschwörungstheorie. Ich sage Lobbyismus. In Berlin, alles offiziell nachschaubar, in Berlin, in deinen Quellen jetzt, die offiziellen, sage ich, also was man jetzt als seriös, massenmedientauglich nennt, arbeiten wesentlich mehr Lobbyisten wie Politiker. Die Industrie, ob das die Pharmaindustrie ist, ob das die Medizin, ob das Autoindustrie ist, das ganze Hickmeck, immer mit Bedrohung um Arbeitsplätze. Lobbyismus müsste normalerweise genauso wie Korruption unter Strafe gestellt werden. Es ist nur über Gelder, die schreiben ja mittlerweile sogar die Firmen ihre eigenen Gesetze. Das ist übrigens alles bekannt, das ist keine Verschwörungstheorie. Manipuliert. Ist doch der, dass man zwar von Pharmaindustrie spricht, aber außer Pfizer, also Pfizer und BioNTech, hörst du nichts mehr von Pharmaindustrie. Lediglich Pfizer, BioNTech. Unternehmen, die bisher nie da waren, sind plötzlich ganz groß da und machen den Impfstoff. Die Fehler, weil das eben durch Corona ist. Die anderen sind noch genauso da. Das ist nur immer wieder. Wir schauen zum Beispiel Prinz Charming an, dieser schwule Freund. Wir schauen uns Charming an und dann Mars liebt die Marion. Meine Marion liebt das. Ich lasse das über mich ergehen. Das ist diese Liebe. Diesseitige Prinz Charming hat seine 20 Kandidaten alle abgeschleckt, dass der mit dem Mundwald ist. Wir drehen es den Mann um als Hetero. Ja. Ich habe jetzt nichts. Wir drehen es den Mann um. Der hat mit allen rumgemacht und hat die abgeschleckt. Da ist nicht einer, der überhaupt auf die Idee kommt, gibt es überhaupt kein AIDS mehr? Gibt es kein AIDS mehr? Ja. Diese Sendung wäre vor so und so viel zurückgeblättert, vollkommen unmöglich wäre. AIDS interessiert kann mehr, wenn keiner mehr das mehr denkt, dann existiert es nochmal. Ja. Also daran sieht man doch, dass da hochgradig irgendwas völlig verdreht ist. Das sind die fehlenden Führerscheinprüfungen. Dass ich schon immer wieder sage, die Schulmedizin, auch der normale klassische Arzt, schon der Wahrnehmung zu suggerieren, Säugling, Schulkind, erwachsener Kreis, dass da irgendeine Möglichkeit gibt, das länger am Leben zu halten, ist ein totaler Blödsinn. Das ist vollkommen klar, dass das Kunderwappen mehr förmlich, dass sich der Säugling auflöst, dass ich kein Windel mehr wechseln muss, du hast doch Kinder großzogen. Dass die in die Schule kommen, dann hast du die Pubertiere, dass du froh bist, wann kommen die endlich mit dem Generv aus der Pubertät raus. Das ist normal. Und dann kommst du in ein gewisses Alter und dann darf sich das nochmal verändern. Das sind so elementare Fehler in dem Führerschein. Der Geist, der das erlebt, ist was ganz was anderes. Ja, diese Identifikation mit dem vergänglichen Körper. Die haben keine substanzielle Ahnung, was Leben ist. Die Religionen übrigens genauso wenig, weil die ja genauso, zuerst einmal, was ich Ihnen, ich bin da schon beschreibt, tiefgläubige Materialisten sind. Ob du ein Moslem bist, ob du ein Christ bist, ein Katholik bist, egal was. Du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier, das in der Vergangenheit geboren wurde. Und dass um dich herum eine Welt ist, so wie du sie dir ausdenkst, auch wenn du nicht dran denkst, dass du das erste und zweite Gebot hältst, bringst. Du machst dir ein Bild von dir selber und du machst dir ein Bild von drum und rum. Das ist die Schwierigkeit. Die wissen doch nicht, was ihre eigenen Gesetze sind. Und ich sage jetzt, das ist eine Traumwelt, das ist nur für dich, es ist deine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Naja, eben deswegen. Beobachter das Ganze, was jetzt kommt, wird beobachtet, es erscheinen viele Widersprüche, es ist eigentlich alles nur noch Widersprüche. Nur, und jetzt die beiden sind gleichzeitig. Jetzt was, Robby, ich sage mal, die einfachste Form, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Die komplexere Form, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer? Das sind jetzt schon Chats, größere Chats, die immer wieder, Kollektion, Selektion, Kollektion, wir sind jetzt so oft durchgespielt. Und dann kriegst du irgendwann einmal den Frieden. Du machst dein Leben weiter, du schaust, wie du reagierst. Das sind oft Kleinigkeiten, wo du wieder abstürzt, weil dein Programm reagiert. Aber du wirst immer mehr der, der aus einer absoluten Ruhe heraus dann das beobachtet. Genau. Du lässt es geschehen. Mehr ist nicht zu tun. Du beobachtest. Du verlierst nichts. Denk an meine Helene Dohne-Geschichte. Das ist so ein Riesenvorbild. Da ist jetzt nur einer, der uns ausdenkt. Es ist jetzt nur ein aller einziger da, der mit dieser Stimme konfrontiert wird. Und das bist du.
Und egal, wer du jetzt zu sein glaubst, ob du glaubst, du bist der Robby, die Marion, die Ariane oder der Udo, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du glaubst, du bist der Udo, dann hast du natürlich deinen Körper und dann sprichst du. Wenn du aber die Marion bist, dann hörst du, siehst du jetzt der Pixelmännchen, du hörst einen Lautsprecher. Als Robby und als Ariane ja. Wobei du als Ariane hier hinter dem Monitor ganz anders bitterst, wie wenn du jetzt Robby und Marion Monitor vor dir hast. Das sind komplett unterschiedliche Welten. Ja. Das ist die Farbe, ist ein komplett anderes Bild. Ja. Bei Robby und Marion ist es, dass die fast die gleichen Ja, dasselbe fast. Bild haben, die Programme. Ja. Jetzt in dem Moment gesehen. Aber sobald jetzt du der Robby bist und eine Marion löst sich auf, hast du deine komplett eigenen Gedanken, wo die Marion, die du dir jetzt dann eventuell denkst, die aber gar nicht mehr existiert, wenn du sie mit dem Robby-Programm nicht denkst, gar nicht existiert. Umgekehrt genauso bist du das Marion-Programm, wenn du nochmal an den Robby denkst, dann du lebst du und deine ständig wechselnde Information. Das ist das Einzige, was ist. Und die Information, die du siehst, die sieht nicht irgendein Robby-Programm oder ein Marion-Programm. Also du mit dem anderen Programm siehst was ganz was anderes. Jetzt noch mal ganz kurz, weil das sind wir vorhin gestört worden. Also ich habe praktisch so einen absoluten inneren Frieden. Da sind auch keine Gedanken oder irgendwas da. Und wenn ich jetzt meinen Kopf bewege, dann taucht jetzt der Robby auf und es ist total klar, dass er jetzt weg ist und jetzt taucht er auf. Nein, dann Moment, muss genau werden. Wenn du jetzt, was du jetzt gesagt hast, Nur jetzt dann. ist er nur auf der Farbbrille weg. Das ist immer, das sind so Kleinigkeiten vor 20 Jahren, wenn du was da gesagt hast, dann habe ich mal das hingehalten, habe ich gesagt, schau, jetzt siehst du das hin. Ja. Und dann habe ich die unter den Tisch, ich mache jetzt mal ein unterbröselt Gespräch, habe ich gesagt, schau, jetzt siehst du das hin. Und dann halte ich sie, was ist jetzt? Und dann haben die meisten gesagt, jetzt ist er weg. Habe ich gesagt, nee, die ist immer noch da, weil die Frage jetzt, wenn du sagst, jetzt ist er weg. Ja, was ist jetzt weg? Ja, die Tasse, die jetzt unter dem Tisch ist. Sie ist immer noch feinstofflich da. Du hast den Wechsel von der Farbbrille. Du siehst, wie die Bilder auf der Farbbrille sich ändern. Du kannst aber durchaus jetzt, wenn ich wegschaue, ich sage, jetzt ist der Monitor weg. Weil du ja, ist er ja immer noch feinstofflich als Gedanke da. Das ist jetzt die Genauigkeit mit Holofeeling. Und wenn wir jetzt nicht mehr drüber reden, das war jetzt zum Beispiel, wo ich gerade mit der Tasse gemacht habe, war für dich der Robby weg, weil in dem Moment, wo du mir zugehört hast, hast du nochmal den Robby da. Du kannst nicht überprüfen, wenn sich was auflöst. Das Das habe ich so oft erzählt. Genauigkeit, ja. Drum erlebst du ja auch jetzt bewusst, wenn du wach wirst, als wenn dein Körper auftaucht, aber du kannst nie beobachten, wenn sich was auflöst, Robby. Das ist ganz irre. Ich sage immer wieder, bloß schau irgendeinen Gegenstand an oder denk an was, egal an was. Bau eine Information auf, die du jetzt einmal gefühlt im Jetzt wiederholst, dazu längere Zeit stehen lässt. Das sagt jetzt. Die Zeitspanne, ob du die jetzt 1 Minute oder 2 oder 5 Minuten, wir sind wieder, jetzt ist jetzt. Egal wie lang du dir das Ja. denkst. Und ich sage, schau ein Weizenglas an oder denk an ein Weizenglas. Und erhalte es möglichst, diesen Gedanken möglichst lange erleben. Das gelingt dir nicht. Du wirst, ob du willst oder nicht, an was anders denken. Und in dem Moment, wo du an was anders denkst, passiert das Drüberlegen und du siehst immer nur, was auftaucht. Und sobald das andere da ist, kannst du dann eventuell wieder, wann genau war die Stelle, wann ich nochmal an das Weizenglas gedacht habe, oder wann ich das nochmal angeschaut habe. Und da wirst du feststellen, schon die Frage, wenn du dir stellst, ist es wieder da. Darum kriegst du nicht mit, wenn du einschläfst. Robby, wie oft habe ich in Selbstgesprächen, wenn ich sage, du kannst nachts nicht schlafen, du machst die Augen kurz auf, schaust auf den Wecker, es ist 3 Uhr. Das Bild ist da, dann machst du die Augen zu, du grübelst weiter, du grübelst, grübelst, dann schaust du wieder die Augen auf, machst den Wecker auf, dann schaust den Wecker an, dann ist 3 Uhr fünf und du würdest schwören, das waren jetzt mindestens 1,5 Stunden, wo ich nicht hingeschaut habe. Also das ist nicht ganz richtig. Bei mir ist es 3:45 Uhr. Du Oder weißt, was ich meine. Aber jetzt pass auf, Robby. genau Und irgendwann wirst du dann wach. Also du machst die Augen auf und schaust auf den Wecker und es ist meinetwegen 8 Uhr oder was oder 7 Uhr, wenn du aufstehst. Und jetzt musst du dir eigentlich einmal die Frage stellen, wann bin ich jetzt eigentlich eingeschlafen? Du weißt, ich habe das Spiel gemacht, Wecker schauen, grübeln, 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 ich konnte nicht schlafen. Und plötzlich ist es 7 Uhr oder 8 Uhr? Was waren die letzten Gedanken? Wann um welche Uhr bin ich jetzt eigentlich dann eingeschlafen? Und du merkst, das ist komplett ein schwarzes Loch. Du hast keine, das ist es wirkliche Auflösen. Du kriegst nie mit, und darum sage ich garantiere dir,
Du wirst von der Auflösung, deiner absoluten Auflösung als Robby jetzt, genauso wenig mitbekommen wie deine Geburt als Robby. Da musst du dich einfach überraschen lassen. Und darum soll ich, mach dir doch nicht den Kopf. Es ist alles bestens. Immer was ich mit Helene Doni gesagt habe, du verlierst nichts, wenn du es nochmal denkst, du kriegst es zurück. Solange du dir was ausdenkst und vorstellst, vor dich hinstellst oder um dich rumstellst, deinen eigenen Körper. Alles, was nicht im Zentrum ist, was du hier um dich rum, wo du natürlich immer nur perspektivisch dann denkst und siehst, den Kopf, Augen vor mir, über mir die Haare oder hinter mir der Schrank, vor mir der Monitor. Es ist vollkommen, das, was da ist an Information, wird mit jeder neue Gedanke zerstört im bestehenden Gedanken. Mhm. Und jetzt ist es also definitiv so, dass hier die Geburt, die wir uns jetzt denken, ein ganz abstraktes Ding, wo du überhaupt keine Erinnerung hast. Mhm. An deine. Ja. Jetzt ist deine Geburt, du wurdest nie geboren. Die Geburt von dem, was du zu sein glaubst, dieser Säugling. Ja. Und ich sage, du kannst jetzt natürlich mit einem Marion-Programm, kannst du dir ganz klar ausdenken, dass du ein Kind auf die Welt gebracht hast. Das sind aber genauso Gedanken und das soll natürlich vollkommen logisch oder dabei gewesen sein, wenn meine Frau meinen Sohn auf die Welt bringt oder die Tochter auf die Welt bringt. Das sind aber alles, baut auf deiner Logik, auf deinen Intellekt auf. Und es ist natürlich zwangsläufig, dass ich sage, ich bin da auch genauso als Säugetier in der Vergangenheit entstanden. Das ist der große Trugschluss. Ich unterhalte mich doch mit dem Geist, der sich das alles ausdenkt. Richtig. Wo kommst du her? Richtig. Vor 20 Jahren, wo kommst du Geist her? Du kommst aus dem Nichts und du gehst in das Alles. Wo du eigentlich die Mitte von dem jetzt ausgedachten Nichts und das Alles, du bist die Mitte, du bist beides gleichzeitig. Ja. Und du Geist, das ist jetzt das Spiel. Du bist die Adresse mit Holofeeling. Niemals eine vergängliche Erscheinung. Das sind wir. Darum sind das jetzt Selbstgespräche. Ich erkläre es mir selbst, den, der sich das jetzt ausdenkt, der das jetzt erlebt, dieses Gespräch erlebt. Aber jetzt sind natürlich die Filter da. Als wer erlebst du das? Wirst du die Worte ganz anders interpretieren? Der Witz ist, wie jetzt die Ariane meine Worte interpretiert, vom Robby aus gesehen, so wie du glaubst, dass die Ariane das interpretiert. Aber das Ariane-Programm als Ding an sich selber kann das komplett anders machen. Du kannst, da habe ich so viele Beispiele, mein Hotel zum Beispiel, mit dem Hotelzimmer, mit der Videoanlage. Du kannst nie in ein anderes Programm reinschauen, erst wenn du das andere Programm hast. Also es ist ja das andere Programm schon wieder ein Untersystem, was ausgedacht ist von dir. Aber im Moment geht es einfach darum, in dieser Ruhe, in diesem Frieden zu sein und Liebe. Liebe, die rote Liebe, um die rote Liebe geht es, die ist allumfassend, das ist dir Frieden. Und wenn um dich herum die Welt in Fetzen geht, steht unter meinem Christuszeichen, du bist der Einzige, der überbleibt, weil du ich bist. Das ist ein Widerstand, ansonsten machst du das Beste draus. Ich habe das so in der Hand, wenn du feststellst, gerade jetzt Barbaren, wie man miteinander umgeht. Und es ist nie die Schuld, wer ist schuld? Begreife endlich, so wie du dich fühlst oder was du tust oder was du siehst. Schuld ist zuerst einmal dein eigenes Ego, dein Programm. Das ist die Ursache für alles, was du erlebst. Was ein Computer macht, steht und fällt erst einmal hier mit der Software, den Daten, den Programmen, dem Betriebssystem. Das Bewusstsein selber, das schaut, ist kein Programm. Und jetzt mit Holofeeling, die Programmänderung, es wird niemals ein von dir ausgedachter Mensch eine vergängliche Erscheinung dieses Programm verändern können. Ich kann sagen, ein Avatar, ein Männchen in einem Videospiel kann das Programm, aus dem es selbst entspringt, nicht verändern. Jetzt kommen wir aus dem Programm raus, was ich auch die Bühne nenne, und wir gingen in den Zuschauerraum, jetzt ist jetzt die Welt schon, ich sage mal, des Arbeitsspeichers, der den Joystick in der Hand hat, der das Ganze reagiert und steuert. Dieses Programm kann das Programm auch nicht verändern. Du musst da komplett aus dem System dich erheben. Und das ist ein Bereich, das, was man jenseits nennt, das ich mir nicht wie eine Welt vorstellen darf, das ist einfach der bewusste Kopfkino, das ist da rein. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass die Worte, ich muss mal den Bildschirm schnell übertragen, Aufnahme tun wir ja eh nicht, pass mal auf, ganz einfache Kleinigkeiten. Wobei ich es aufgenommen habe, Marion, ich kann dir das dann zuschicken, ne? Auf ja, aber vom Handy. Skype. Ja, also ich denke mal, dass mein Skype-Recorder das auch aufzeichnet. Okay. Ja, ihr habt aber nicht auf Aufnahme. Sonst würde das so laufen.
Das ist nicht drauf. Das glaube ich, hat er nicht umgeschaltet, sonst müsste er das anzeigen. Ja. Oder die Seht Mario ihr das bei euch? Ein hat er extra Tool laufen. Ist doch wurscht, das habe ich doch tausendmal erklärt. Passt da mal schnell auf. Das hätte ich beim Arm, wie ich angerufen habe, hätte ich das dazuschalten müssen. Ist egal, oder es hätte bei dir, weil er zeigt ja oben, wenn der Aufnahme läuft, läuft er, das zeigt er das normalerweise ja an und jetzt läuft keine Aufnahme. Eventuell bei dir, aber durch das Zuschalten muss der neue Teilnehmer muss darauf hinweisen, wann das eine Aufnahme läuft. Ist ja wurscht, brauchen wir eh nicht. Pass auf, ganz kurz. Schau mal. Rei. Wissen wir, brauche ich nicht drauf gehen. Das Spiegel, das Schauspiel, das Ansehen, der Anblick. Nur diese drei Buchstaben. Ja. Pass auf, was jetzt passiert, wir tauschen einmal aus und dann kriegen wir den Ari. Halt. Arion, Marion, Ari. Der Arier. Die Arik, die Holo Arikmedik. Löwe, W ist gleich B, kann man B setzen, leb. Das Herz hat man heute schon. Ja, aber pass auf, wir haben ja noch andere das Möglichkeiten. Herz. Wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Wir machen mal Ira. Jera. Das ist jetzt übrigens einer der meisten Falschübersetzungen. Das wird meistens übersetzt laut Wörterbüchern mit Englisch furchtsam fürchten. So fürchten, fürchtet, fürchtet, der hatte Angst, ehrfürchtig. Das Angst ist aber ein anderes Wort und fürchten. Was hier eigentlich das Richtige ist, ist das hier. Respekt. Der Respekt, ich sage immer ganz, das ist dieses Wort Ira, das kommt nämlich hier, da steckt nämlich unser R-A-H drin. Unser Sehen, Schauen, Sehen, Siehe, Siehe da, die Lunge auch, die Vorstellungen, die Darstellungen, das ist diese Radix Ira. Okay? Eins zurück. So. Und drum ist es, da wollen wir her, Ira. Da steht jetzt da, das ist ja jetzt die Inzaghluria-Akademie, sage ich, Ira, das H kann man ja hinten noch dranhängen, ihr wird rational, schöpferisch, endlich, furchtsam, Ehrfurcht ist Respekt, Respekt, Speculum, denk an den Spiegel. Ari, ist der Spiegel ein Respekt? Du kriegst dann Respekt vor deinen eigenen Spiegelungen. Spekus ist übrigens die Vertiefung. HBH wird auseinandergeschmissen. Das ist verrückt, ne? Ja. GR heißt ja auch fremd, sagst du mal. Eine Gehirnberechnung. Ort ist Zeit. Et. Ja. Mit 70. Ja. Du kriegst jetzt das und das ist die Höhle, die Grotte, das ist eine Kammer. Du schaust in die Vertiefung in das HWH rein. Ja. Dann haben wir noch, was können wir noch machen? Muss ich mal ganz durchspielen, warte mal auf. Jetzt kriegen wir hier, das ist ganz interessant, der Strom, das hast du eigentlich immer gelesen, er lässt etwas scheinen, er leuchtet auf. Muss jetzt hast du mal ein Lämpchen setzen, dass ich ein Lämpchen spiegeln kann. Ja. Was haben wir noch? Wie kommst du erleuchtet auf? Wie kommst du drauf? Schau dir die drei Buchstaben aus. Pass auf, was jetzt kommt. Jetzt wirst du Ahir, Ira, Ari. Jetzt wirst du zum Illustrator. Du fängst an, dich selbst auszumalen und zu illustrieren. Das ist deine Traumwelt. Bist dabei? Ja. Das ist nur das Spiel zwischen diesen drei Buchstaben, Marion. Und es ist ein Komplex. Du kommst aus einem Komplex nochmal raus. Du bist eingebettet in eine göttlich harmonische Schöpfung. Und du lebst in dem Wahn ständig, das, was nicht stimmt, das, was falsch läuft, dass du immer einseitige Ziele anstrebst. Da kann ich immer wieder sagen, es gibt kein Gesund ohne Krank. Umso kranker du bist, drücken wir es einmal so aus, umso größer der Berg, die Höhe ist, umso größer ist auch die Tiefe, die Gesundheit. Umso kranker du bist, umso gesunder bist du. Aber genau genommen bist du weder krank noch gesund, sondern du bist immer die Mitte, du bist heil. Heil. Du schaust bloß immer in eine Richtung. Wie oft habe ich das erklärt? Da oben ist eine Wolke. Ja. Dann ist für dich nur die Information oben da. Ja. Oh, schau das Flugzeug an. Jetzt musst du dir bewusst machen, dass du dann zwangsläufig glaubst, das, was du bist, ist unten. Das Gegenteil davon. Ja. Das ist aber immer wieder der Sprung, ich bin unten und das ist oben. Aber das stimmt nicht. Was du unten nennst, ist eigentlich die Mitte, weil
dem Jetzt-Punkt kannst du nämlich nach unten schauen. Ja. Dann bist du ja noch gar noch nicht ganz unten, sondern eigentlich bloß irgendwie in der Mitte drin. Du bist immer die Mitte. Ja. Egal, wo du dich hindenkst. Und in diesem Zentrum, das sind die Peripheren, wir haben den absoluten Mittelpunkt in unserem Tetraeder und die ganzen Lämpchen drumherum sind ja auch jede in einem Tetraeder, das sind die ausgedachten Mittelpunkte. Aber ist Da setze ich, ja? diese rote Liebe, dieser Frieden, das ist doch die Ja, Jesus. ich sage, das ist, ich zweifle den ja nicht an, ich sage, das ist das nochmal, dass du dann Frieden kriegst. Ja. Und das ist diese Gleichgültigkeit, wo hier der Treppermann so schön sagt, wenn ich schaue ja nur, ich bin ja nicht dieser Gedanke, ich bin ja nicht der Mensch. Du musst als Marion Entscheidungen treffen. Du wirst dich wieder aufregen, dann gehst du in die Sackgasse rein, in die Sackgasse rein. Du schaust es einfach an. Ich sage, habe ich auch schon vor 20 Jahren gesagt, ich habe doch kein Problem, ich beobachte, was der Udo für eine Entscheidung treffen muss jetzt. Von den Möglichkeiten, die da sind. Mache ich jetzt das oder mache ich das? Und ich schaue einfach, wie das Programm sich entscheidet und was dann sich der Udo mit dieser Entscheidung einhandelt. Jetzt einmal ganz abstrakt gedacht. Ja. Ich als rein wertfreier Tierchengucker, als Beobachter, ich lerne Figuren, die ich mir ausdenke, das sind nur programmgesteuerte Zombies. Richtig. Richtig. Und ich bin Und ganz. das, du musst dich abkappen, du musst aufhören, wenn du an dich denkst. Das bedeutet Holofeeling. Das Meer wird mit ständig wechselnden Wellen konfrontiert. Alle Wellen sind untrennbar mit denen, der immer ist, verbunden. Da du noch fokussiert bist, schaust du mal die Welle an und du schaust die Welle an, dann ist die Welle da, weil du die ganze Oberfläche, wenn das ganzheitlich ist, ist null. Das ist mein Plus 5, Minus ist null. Aber da du perspektivisch bist, das sagen wir, du schaust immer bloß eine Facette an, was ich jetzt immer sagst, die 2 mache, sind genau genommen dann 16, 32, 64, so weit müssen wir gar nicht gehen. Verstehe dieses Prinzip, wo ich ja mit der Brille, schnippe jetzt ist Batterie ja Brille da, die war die ganze Zeit nicht da. Und dann haben wir jetzt, um das nochmal zu sagen, ich muss zuerst an der Brille denken, das nenne ich jetzt einmal Berg, immer weckt den Geist. Und da gehört es da dazu, keine Brille. Jetzt Richtig. denkt man an der Brille. Ja. Okay, wenn ich jetzt die Ariane bin, ist eine Grundvoraussetzung, ich muss die Welle aufschmeißen, Brillenberg, keine Brille, kein Berg, Tiefe. So, jetzt haben wir aber nochmal zwei Seiten. Die Achse. Sobald ich an die Brille denke, muss ich mir bewusst machen, habe ich die jetzt auf der Nase oder habe ich sie nicht auf der Nase. Okay, das ist die nächsten zwei Seiten. Jetzt gibt es aber diese vier Seiten, die ich jetzt habe. Sind dann nochmal vier Seiten. Das kann ich nämlich als nächstes folgendes sagen. Wenn ich, jetzt muss man von der ersten wieder ausgehen, Brille, keine, wir denken an der Brille und dann Nur ist keine Brille da. generell, Jetzt ja. müssen wir die erste Hälfte machen. Rede ich von meiner Brille oder von irgendeiner anderen Brille? Genau, das ist die Und dann zweite. kann ich sagen, ist meine Brille auf der Nase oder nicht auf der Nase? Ist es bei dem anderen auf der Nase oder nicht auf der Nase? Ah ja. Jetzt kommen die nächsten, diese vier spiegeln sich dann nochmal, dass ich sage, habe ich jetzt eine Ja. VR-Brille auf, steuere ich die Lämpchen von innen an oder werden die Rezeptoren von außen von Photonen angesteuert? Das ist das, was unser Volker so schön gemacht hat mit der Tasse. Das Ja. heißt, auf die Tasse bezogen, da habe ich dann, das muss ich immer an der Tasse denken, ist eine Tasse da oder nicht da? Okay, wenn die Tasse da ist, was sehe ich von der Tasse? Und dann habe ich jetzt schon die vier Seiten. Jetzt aber, wenn ich die vier Seiten habe, habe ich immer Henkel, Rechtshänkel, Linkshänkel, in der Mitte kein Henkel, habe ich unten den Boden. Ich kann das auf den Kopf stellen, kann ich dieselben vier Seiten machen, wo der Boden oben ist. Jetzt kann ich, aber ich sehe immer, wenn ich einen Henkel sehe, ist immer Henkel außen, dann kommt Glas. Wenn ich jetzt innen bin, dann kommt zuerst das Glas und dann habe ich einen Ja. Henkel vor mir oder rechts vor mir oder links vor mir, immer zuerst Glas Henkel, sonst kommt Henkel Glas. Genau. Nochmal, Deckel oben, Deckel unten, Boden oben, Boden, das sind 16 Beispiele, das gilt für alles. Internet. Ich muss zuerst einmal an ein Internet denken, dann existiert ein Internet, nicht existierendes Internet. Rede ich von meinem Internet oder von einem anderen Internet? Geht mein Internet oder geht es nicht? Beim anderen kann es auch gehen oder nicht gehen. Das sind das, was ich diapositiv, diapositiv, sobald ich an zwei Seiten denke, sind vier Seiten da, sobald ich mir vier denke, ich brauche immer ein gespiegeltes Bild dazu.
Und bis 16 kann man das schön nachvollziehen, auch jetzt mit solchen Beispielen, und dann kommt man aus dieser darstellbaren Vorstellung raus. Es kann aber rein arithmetisch immer noch gewusst werden. Und wir müssen nicht, darum sage ich, das ganze wissenschaftliche, technische, wichtig ist, dass du musst wissen, wer du bist, und du musst dir bewusst machen, ich als der, der das erlebt, ich bin als Ding an sich nichts, was ich denken könnte. Ob ich mich als Geist denke oder als Körper denke. Das, was ich denke, existiert nur, solange ich denke. Ich bin immer rot geschrieben. Ja. Und ich schmeiße mir Gedankenwellen auf, und egal, was ich denke, es ist untrennbar mit mir verbunden. Weil es wird es nicht geben, wenn ich es nicht denke. Es ist aber immer nur, wenn ich es denke. So, und jetzt kommt es eigentlich, ich habe jetzt wieder ewig ausgeholt. Das Meer wird nicht sagen, der Gedanke bin ich und die Welle bin ich und die Welle bin ich nicht. Ich wiederhole nochmal vom letzten Selbstgespräch oder aus dem Neuen Testament. Hebe einen Stein hoch und du hast mich in der Hand. Ich selber. Das ist in dem Moment deine Information. Das Existierende an dir ist deine Information, die unter dich dann ständig wechselt. Spalte ein Holz. Dann habe ich noch darauf hingewiesen, Etz ist das hebräische Wort für Holz. Schreibt sich 70, 90. Wir lesen ganz einfach eine augenblickliche Geburt. Spalte ein Etz. Augenblickliche Geburt. Ich bin ja eine geborene Welt. Eine augenblickliche Geburt. Das ist, wird so klar, dir wird auch immer wieder mehr bewusst, dass da wirklich gesprochen, was ich, ja, wenn ich jetzt noch weitergehe in Sanskrit, wo ich den Konfuzius, ich spreche nochmal kurz an, dass wenn du die chinesischen Schriftzeichen studierst, da steht eigentlich mit allem, was dazugehört, das Wort Adam, die ganzen Schriftzeichen. Ja. Das ist perfekt. Also was sind das für Menschen, die meinen, die können meine göttliche Schöpfung besser machen, wie ich sie gemacht habe? Ich sage als Udem, ich weiß nicht, was ich besser machen soll. Wenn du begriffen hast, was die Schöpfung selber ist, ist es eine Anmaßung ohne Ende. Und allen voran, Christen und Moslems, für die die 10 Gebote geltendes Recht sind, auch laut Koran, erste Sure. Liebe deine Feinde. Sie sind so massiv voller Feindbilder, weil die nicht die Schriften selber lesen, sondern ihre, je nachdem in welcher Sekte du bist, das Geschwätz ihrer Religionsfürsten und ihrer Führer. Und das sind auch, wenn ganz, ganz Liebe sind, sage ich jetzt mal in der Esoterik, die Weisheit wie der Devilwein und so weiter und so fort. Ich behaupte, es wird niemals irgendjemand, den du dir ausdenkst, wird er irgendwas davon profitieren. Selbst die als Gedanken können es noch nicht verstanden haben. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbuch. Mhm. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Mhm. Er ist immer noch voll, auch wenn das immer wieder tausende Male, sage ich, die ganzen ESO-Spinner, auch voller Feindbilder bis zum Es geht nicht mehr. Dass ja nichts an ihren heiligen Körper hinkommt. Ja. Dass du merkst, es sind tiefgläubige Materialisten. Ja. Alle. Ja. In einer Scheinheiligkeit, die Schulmedizin. Es geht um das Scheißdrecksgeld. Das Geld ist eine Sau. Ja. Die Manipulation. Aber der manipuliert, bist du selber. Das ist dein eigenes Ego. Ja, ja, das ist es. Es ist das eigene Ego. Genau. Kein anderes. Es ist nur, jetzt gehe ich wieder zurück. Alte Selbstgespräche, hunderte Male erwähnt. Wenn du, Geist, dich psychisch oder physisch schlecht fühlst, psychisch oder physisch, du, Geist, wirst dir mit deinem blauen Ich, mit deinem Ego, wird dir ständig erklären, wer oder was dran schuld ist, dass du dich scheiße fühlst. Ja. Du hast dich verhoben, du hast Kreuzschmerzen, du hast einen Bandscheibenvorfall, der Blutdruck ist scheiße. Solltest du es nicht wissen, wieso du dich, ich war auf der Arbeit gemobbt, auch psychisch verkehrt, ich war auf der Arbeit gemobbt oder ich werde nicht geliebt oder meine Frau hasst mich oder ich bin unzufrieden. Du wirst dir immer mit deinem Ego genau erklären, wer daran schuld ist, dass du dich scheiße fühlst. Und weißt du es nicht, kann dein Ego dir keine Antwort geben. Dann treibt dich das Ego zu irgendeinem Fachmann, zu einem Arzt oder was, und der muss dir dann sagen, wer die Drecksau ist, der daran schuld ist, dass du dich scheiße fühlst. Einmal zu sagen, ich nehme alle Schuld auf mich, ich bin selber schuld, weil ich mir die Scheißdreck ausdenke. Oder die Erkenntnis, dass es einem richtig gut geht. So wie es ist, dir geht's gut. Im tiefsten Innern, du bist heilig, du bist heil. Du, ja, hast nur ein spannendes Video zur Zeit laufen.
Verstehe doch, wenn ich immer wieder sage, du wirst die ganze Palette der Belletristik wirst du genießen. Das alles, was in dir auftaucht, so extrem lehrreich ist, wenn du geistreich zu sehen anfängst. Wenn du der wirst, der lernt, der weiß, alles, was du erlebst, ist zum Lernen da. Sondern Selbstvervollkommnung, Vervollkommnung ist nicht ganz richtig, weil heilig kannst du nicht vervollkommnen, sondern was du vervollkommnen kannst, ist dein derzeitiges fehlerhaftes Programm. Aber das Programm als Ding an sich, zwei Seiten darfst du nicht verändern. Pass auf, Robin, nochmal mit dem Puzzlestück. Wir denken uns jetzt ein heiliges Ganzes, das allumfassend ist. Und wenn was allumfassend ist, ein Kontinuum, kannst du gar nicht sehen, weil da kein Unterschied mehr da ist. Der Unterschied besteht zwischen alles und nichts. Die zwei Bewegungsrichtungen des Geistes, beides führt dich in etwas Nichtdenkbares. Okay? Ja. Und jetzt denken wir uns ganz bewusst eine Division. Wir machen da unendlich viele kleine Teile. Ich sage, der, der immer ist, selbst der kleinste Tropfen, der rausspritzt, ist ein winziges Teilchen. Und da wirst du ein Gefühl kriegen müssen für unendlich. Ich sage immer wieder unendlich. Das sage ich, ist ein, treibt dich in einen Rausch, wo die Physiker wie Gödel mit Unendlichkeitsforschung sich unendlich vorstellen zu wollen, ist wie der zwanghafte Versuch, sich nichts vorstellen zu wollen. Sobald du was denkst, tauchen Informationen, Gedanken will ich auf und dann ist was da. Ist es so schwer zu verstehen, dass man nichts nicht denken kann? Wir können das Wort nichts denken, aber das ist nicht nichts. Und dasselbe wird gespiegelt für alles. Das ist Allah. Beides bedeutet nichts. Ich sage, das eine ist Implosion. Alles implodiert in ein Nichts und alles explodiert in unendlich viele Teile. Sich jetzt das eine wie das andere vorstellen zu wollen, ist ein Blödsinn. In Ich Bin, du sage ich ganz einfach, du brauchst, um dir was vorzustellen, einen Unterschied von irgendwas, und das nenne ich dann nichts, nichts. Ein Unterschied, das können als Ding, können das zwei Nichts sein, aber selbst diese zwei Nichts müssen sich unterscheiden. Ja. Das wäre alle Implosion, dass alles weg ist, dann ist nichts, und Explosion, dass alles unendlich viel wird und zwangsläufig sich damit auch in deinem explodierenden Nichts auflöst. Ja. Steht in Ich Bin du schon drin? Ja. Okay, und wenn ich das einmal verstanden habe, dieses große Kontinuum, denken wir uns jetzt einfach in unendlich viele Puzzlestücke, aber zusammenhängen, lückenlos. Jeden Gedanken, den du denkst, ist wie ein Bild, das du aus der Datei rausrechnest, was als Ding an sich nicht aus der Datei, die Datei verändert sich ja nicht. Es ist in einem gewissen Maß wie eine Spiegelung. Es ist wie, wenn ich jetzt hier, ich mache zuerst einmal ganz einfach unseren klassischen einfachen Spiegeltunnel in eine Richtung. Unsere erste Reihe, erinnere dich, wo ich das gezeigt habe, mit Jan nochmal. Ja. Unsere erste Reihe, der Kopf des Schöpfergottes, Robby. Den, wo wir gerade durchgespielt haben, in Variationen, mit Spekulum, mit Illustrieren, Ausmalen, dieser Spiegel. Ja. Der platzt erst einmal auf in einen Spiegel, vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Mhm. Dieser Spiegel in der Mitte. Mhm. Der Witz ist, wenn du, das habe ich mit Ariane, es geht jetzt nicht mehr, wenn ich es dir sage, aber mit Jan habe ich das auch gezeigt. Wenn ich das erste Mal mache, wenn mir jetzt angenommen, du hast jetzt einen größeren Wandspiegel und ich erkläre dir jetzt den Spiegeltunnel und du nimmst einen kleinen Taschenspiegel und du stellst dich hin und ich sage, schau mal mit die Spiegelkante, dann stellst du dich hin und dann hast du gegenüber einen Spiegel mit der Nase und dann siehst du dann, wenn du dich jetzt dann über die Kante fokussierst, siehst du den Spiegeltunnel. Mhm. Wenn du das erste Mal machst, Robby, denkst du an alles Mögliche, bloß nicht an den eigentlichen Spiegel in der Mitte an der Wand. Du hast deinen Spiegel in der Hand und siehst dich gegenüberstehen mit dem Spiegel und dann fokussierst du diese zwei Spiegel, wohlgemerkt der in der Mitte, wenn der groß genug ist, den beachtest du gar nicht. Und dann schaust du in den Spiegeltunnel rein und wenn die nicht ganz parallel sind, krümmt sich das so. Ja. Okay, das Spiel kennst du, haben wir ja gemacht. Aber was dir vollkommen außer Bewusstsein ist, ist der Spiegel in der Mitte. Und jetzt pass auf, ich habe das auch in Jahren gemacht. Das funktioniert bei jedem, wenn man das erste Mal sieht. Die habe ich es bei der Inge damals am Bodensee das erste Mal gemacht. Ja. Ne? Jetzt pass auf, jetzt baue ich das nochmal auf. Das ist, du denkst in der Spiegel, der Mitte den Spiegel. Das ist jetzt der Spiegel, wo du in der Hand hast. Und du siehst dann den Spiegel. Der, wo jetzt da der Uder der Kopf ist, der Spiegel, an den denkst du gar nicht. Und jetzt pass auf, wenn ich mit dort bin, wir denken uns jetzt einfach mal, das wäre der Robby, der hält den Spiegel und sieht sich dann natürlich gespiegelt und du schaust jetzt in den Spiegeltunnel rein. Und während du in den Spiegeltunnel reinschaust, habe ich gesagt, pass auf, ich stelle jetzt einmal zwischen diese zwei Spiegel, stelle ich jetzt einmal ein Lämpchen. Dann nehme ich eine kleine Katze und jetzt kommt der Trick.
Ich stehe ja neben dir und du konzentrierst dich auf den Spiegeltunnel, jetzt in diese Richtung. Was ich jetzt mache, wenn ich die Katze reinhalte, ich schiebe jetzt die Katze, ist ja logisch, zwischen dem mittleren Spiegel und den Spiegel halte ich die Katze rein. Und was du jetzt siehst, wenn du über die Kante die ganze Zeit hast, du ja nur Spiegel, 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 sobald ich da die Katze dazwischen halte, wohlgemerkt nicht zwischen diesen zwei Spiegeln, da kann ich ja nicht rein, sondern zwischen den Hauptspiegeln, den du nicht beachtest, der existiert für dich nicht, siehst du plötzlich in deiner Reihe einen Spiegel, das Lämpchen, die Spiegel, die Katze, die Spiegel, die Katze und die Lampe ist genau zwischen den zwei Spiegeln, die du siehst. Es ist immer Spiegel, Katze, Spiegel, Katze. Immer daran denken, diese Spiegelreihe befindet sich in dem Spiegel, in dem mittleren Spiegel. Du schaust ja den unbewusst. Ich halte hier die Katze rein und dann hast du den Eindruck in der Katze immer Spiegel, Katze, Spiegel, Katze, Spiegel, Katze. Und dann sag ich, pass auf, siehst du das? Dann sagst du ja. Und jetzt sag ich, pass auf, jetzt mache ich durch einen Zauber, mache ich jetzt zwischen diese zwei Spiegel, mache ich wie aus nichts zwei Katzen rein. Und was ich in dem Moment mache, ich nehme meine Katze und schiebe die Katze an den mittleren Spiegel hin. Und sobald die an den mittleren Spiegel hinkommt, ist natürlich plötzlich hier diese Spiegelung da drinnen. Kannst du es vorstellen? Wird ja bewusst, wenn ich jetzt da stehe, da ist ein großer Spiegel, okay, und du schaust jetzt, konzentrierst dich nur auf den Spiegeltunnel. Ich habe zwischen den großen Spiegel und den kleinen Handspiegeln halte ich die Katze. Hast du in deiner Reihe immer Spiegelkatze, Spiegelkatze in einem klaren Abstand? Und wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt zwei Spiegel zwischen deine zwei Spiegel rein, wenn ich die Katze weg, du hast ja nur immer Spiegel, 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 Spiegel. Und jetzt schiebe ich diese Katze an den Hauptspiegel hin. Und sobald ich an das Glas komme, ich kann ja nicht ganz hin, hast du unmittelbar zwei Flammen aneinander. Das ist entscheidend, genau. Und in dem Augenblick, wo das der Fall ist, dass ich hier nah hinkomme und jetzt verändert sich dein Fokus, hast du plötzlich hier Spiegel zwei Katzen, weil jetzt wird dir zwischen den Spiegeln, Spiegel, der große Spiegel, den du ja nicht siehst, weil der die Wand macht, wird dir der aufgrund der zwei Katzchen bewusst und jetzt hast du Spiegel, zwei Katzchen, Spiegel, zwei Katzchen, Spiegel, zwei Katzchen und du bringst es nicht mehr aus dem Kopf raus, wenn ich es wegziehe, kommst du aus dem System nochmal raus. Beim ersten Mal ist nur eine Katze dazwischen. Richtig, aber wenn du mal die zwei hast, dann kann man die auch wieder vorziehen. Wenn ich die jetzt wegziehe, dann hast du nur zwei dazwischen, die sich auseinanderziehen. Du bist dann, weil du jetzt den mittleren Spiegel bewusst machst. Und genauso funktioniert dein Geist, wenn du mal was, du ignorierst den Rai. Genau. Den, der du selber bist. Ja, den vergesse ich. Der im Spiegel ist ja eigentlich der Hintern, habe ich so oft gesagt, ist ja eigentlich im Spiegel. Ja, ja. Wenn du an dich denkst, du bist der Kopf des Schöpfergottes, denkst du im Rai, in diesem Kopf des Schöpfergottes dich. Das ist innerhalb. Und du denkst dich nach außen und weil du ein Programm laufen hast, meinst du, du bist außen und schaust in den Spiegel rein. Aber der ausgedachte Spiegel ist nur ein Symbol für dich selbst. Genau. Ariane, ist das nicht genau das, was ich dir gerade erklärt habe? Versuch zu versuchen. Immer. Das ist, du musst mir nichts erklären, weil das sagst du, Marion, stimmt. Spiegel das bloß. Ich habe dir das so erklärt, wenn man so magische Bilder anguckt, dann brauchst du erst eine Weile, bis du es fokussierst. Und wenn du es dann hast, und wenn du den Punkt hast, Udo, kannst du dich da drin ausruhen. Dann schaust du nur mit dem Geist. Dann fokussierst du dich nicht mehr mit den Augen, sondern mit dem Geist. Das ist schwer. Da habe ich auch viel. Ich habe Meditationen ganz eigentlich so viele Beispiele, wenn man da rumspielt. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Da sind wir zu wenig zusammen gewesen. Wenn du wüsstest, was ich hier schon vor Jahren schon Beispiele gemacht habe, wie das Fokussieren. Deine VR-Brille ist so eine ganz grobe Metapher. Ich sage immer wieder, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Genau genommen habe ich so oft erzählt, dass wenn du jetzt vollkommen statisch sitzt und den Kopf nicht bewegst, dann hast du zwei statische Bilder auf der VR-Brille. Und du kannst jetzt ohne den Kopf, wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast, kannst du innerhalb der VR-Brille ja die Augen hinter der Brille nochmal bewegen. Und jetzt, wenn ich die Tastatur nehme, das Beispiel mit der Tastatur, du kannst jetzt die Robby, mach mal schnell, schau die Tastatur an am Computer. Nur schau die Tastatur, ein Bild ohne den Kopf zu bewegen. Wohlgemerkt, du sollst den Kopf nicht bewegen. Das wäre jetzt das Bild auf deiner VR-Brille.
Ja. Aber du wirst jetzt feststellen, dass du die Augen bewegen kannst hinter der VR-Brille. Das sind die blauen Ecken und kannst deinen Blickwinkel einstellen. Du kannst auf das W schauen und auf das E schauen, auf den Plus. Du kannst Tasten und fokussieren, ohne dass du den Kopf bewegst. In dem Moment ändert sich ja nicht das Bild auf deiner VR-Brille. Das, was ich jetzt symbolisch mache, du wirst jetzt feststellen, das sind einmal zwei VR-Brillen hintereinander. Das sind die zwei ersten zwei Bilder und innerhalb dieser zwei Bilder veränderst du jetzt den Blickwinkel, wo du innerhalb dieses Bildes auf dem Monitor nochmal was anfokussierst. Okay, ja. Deine Augen, was Ja. ich sage, deine Augen sind wie die zwei Monitore von einer VR-Brille. Du hast ja dahinter jetzt nochmal ausgedachterweise deine zwei Augen, wo du einen Blickwinkel einstellst, wo du aufgrund dieser zwei unbewegten Bilder nochmal das W oder irgendein Buchstaben hervorheben kannst durch Fokus. Wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast, wie wir das in Ellingen gehabt haben, oder im Leinfeld, und du den Kopf nicht bewegst, ändert sich auf diesen zwei Monitoren überhaupt nichts. Und du kannst genauso auf der VR-Brille mit deinen Augen jetzt hinter dieser VR-Brille, kannst du nochmal einen Blickwinkel einstellen, wie du das jetzt machst und unter das dir hervorhebst. Also die Wirklichkeit ist noch viel komplexer. Ich kann dir die ganz genau erklären. Aber mir reicht es, wenn ich jetzt wieder in ein Detail gehe. Versteh doch zuerst einmal, was du bist. Dir kann nichts passieren, verdammt nochmal. Das kriegst du von mir versichert. Ich sage aber auch dazu, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, solange du das Loslassen nicht lernst. Was jetzt nicht heißt, dass du irgendwas zum Teufel hauen musst. Lass den Film laufen, lass ihn einfach laufen und leg den Fokus auf deine Interessen, auf deinen Zweifel, auf das Zeug. Ich mache die Gespräche Toni Helene, wo sie sagt, ich muss die Rettung anrufen. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Das hat auch dein Programm gemacht. Da musst du dich bei mir doch nicht entschuldigen. Da war so Entschuldigung im Hintergrund. Ich weiß ja und hin und her. Sag, das ist doch nur drauf gewesen, um was zu lernen. Die Selbstgespräche, wo danach kommen, sind im Krankenhaus, wo ich sage, was wäre jetzt, wenn du nichts gemacht hättest, dann hättest du hundertprozentig wegzwirbeln. Dann hättest du es geschafft gehabt. Aber kannst du Gedanken schaffen? Es spielt, geht doch um, es dreht sich doch um den Geist, der träumt und nicht um irgendeine Figur. Gut, jetzt hast du die Rettung angerufen, jetzt ist er im Krankenhaus. Jetzt sage ich, jetzt haben wir auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Er kann durch wie ein Wunder genesen, dann ist es eigentlich verkehrt gegangen. Weil dann hast du ihn zwar wieder, aber das Problem, den irgendwann einmal, willst du dann mit 90, 95 mit ihm auf der Parkbank sitzen, du wirst dann trotzdem darauf warten, dass einer von euch zwei wegzwirbelt. Du schiebst dein Problem bloß vor dich her, verstehst du? Ja. Die nächste Möglichkeit ist, er schafft's, aber du hast die nächsten 4, 5 Jahre Pflegefall im Rollstuhl. Hast du dann richtig entschieden, dass du die Rettung angerufen hast? Aber du hast zumindest deinen Toni noch. Und das führt er nun in den Arsch aufputzen, weil er nicht mehr richtig da ist. Und dann die dritte Sätze, jetzt hat's nachher jetzt wegzwirbelt, dass ich das lernen darf. Der war eh nicht mehr da. Die haben mal Trixi im Krankenhaus, die haben gesagt, das war nicht mehr mein Papa, da war bloß noch Hilli da gelegen. Dann die andere Seite, der Ton in der Erinnerung, wo die Trixi zu mir sagt, die Tochter, der war mir so ein Vorbild, weil ich gesagt habe, nein, ich schiebe das jetzt nicht raus, indem ich zum Arzt gehe. Das war ja dann er wollte vom Arzt nichts wissen, er sagt, ich sitze jetzt das aus. Toni, Programm hat begriffen, was soll ich jetzt das erleben? Ich verlängere das Unausbleibliche. Ich quäle mich nur selbst, weil ich nicht verwandelt werden will. Weil ich meine, das wäre es schon. Das ist die Hartnäckigkeit des Egos. Da kommst du mit normalem Schmalz, kommst du überhaupt nicht mit. Robby, da ist deine einseitig, dein Musär, deine anerzogenen Traditionen und deine Moral. Es ist die Quelle von Leid. Das alles überhaupt nicht sein müsste. Da habe ich das schöne Beispiel gleich im dritten Brand in Alten Bali, wo gefeiert wurde, wenn einer gestorben ist. Es ist immer der Unterschied, was du machst. Ich sage normale Reparaturen, dass du einen Zahn, wenn rausbrochen ist, oder eine scharfe Stelle, dann lasse ich diese Service-Reparatur beim Leasing-Auto, die Bremsen, das Klassische, dass wenn ich was breche, dann mache ich mir einen Gips hin, dass das nicht zusammenwächst. Das ist ja kein Thema. Denn ich rede jetzt wirklich so, dieses am Leben halten, diese unendliche Verlogenheit, Geld machen bis zum es geht nicht mehr. Bis, ach, mit Sterbehilfe, egal was es ist, es geht immer um Geld.
Aber ich habe eine Zeile von meiner Mordian-Song im Weißenburger Krankenhaus, ist nichts los. Mhm. Ja. Dann haben sie wieder in normalen Zeiten haben sie totale Überausbuchung, sind Operationen auf 3 Monate im Voraus in die Operationssäle ausgebucht. Die haben zurzeit Einbußen ohne Ende mit den Corona. Das erste Mal, weil sie hier nichts machen dürfen. Das Offenhalten hin und her, das ist ein Witz. Das ist immer ihre Welt. Ihr Sehen, da war noch nie irgendwas, es war einfach nur Luch und Druck. Es ist in Weißenburg nichts. Jetzt kann ich sagen, gut, weil ich mir das ausdenke, weil ich das glaube. Ich glaube überhaupt nichts. Ich beobachte bloß. Ich schaue, was da ist, wie es kommt und wie es geht. Und ich schaue mir Tierchen an. Ich schaue mir verschiedene Keuchis an, wie die Bilder interpretieren. Also ich finde es spannend, was da... Extrem! Robby, es war noch nie so spannend. So ein scheißgeiler Film. Du müsst die Leute entlassen in den Kliniken, weil sie es nicht mehr finanzieren können. Ja. Das bricht, das System ist schon lang kaputt. Das ist spannend. Das System ist eine Verlogenheit bis zum es geht nicht mehr. Ich kann die ganzen, ob das staatlich sind, wo ich immer, ob das Berliner Flughafen Stuttgart 21, habe ich so oft angesprochen, wenn du ein Häuschen baust, du hast es schon gebaut, sage ich, wenn du einen Festpreis hast, meinetwegen, und das Ding ist November nächsten Jahres, kannst du schlüsselfertig einziehen, Kostenvoranschlag war meinetwegen 600.000 Euro, okay, und alles, was Großprojekte sind, was vom Staat gemacht werden, sieht folgendermaßen aus. Das Ding war dann 8 bis 10 Jahre später, wie gesagt, fertig und das Thema so teuer. Kann es das überhaupt geben? Das kann es überhaupt nicht geben. Da müssen Korruptions- und Schmiergelder fließen bis zum es geht nicht mehr. Es wird bei Privatleuten, die ihr Haus bauen, werden die letzten großen Brauprojekte. Es ist jetzt nicht nur Elbscher See in Hamburg. All diese ganzen Projekte sind fast am Ende 10-mal so teuer gewesen, ja, wie der Kostenvoranschlag war und die Eröffnung war fast 7 Jahre später. Ja. Jetzt denk einfach, ein normaler Privatmann oder Firma, Unternehmen würde das genauso machen. Es geht nur, sobald Politik sich einmischt. Also das ist so offensichtlich. Ja. Dann diese ganzen ausscheidenden Politiker. Ich mache jetzt keine Feindbilder, ich mache viele Führerschaften. Ich mache keine Schutzzuweisungen. Mm. Da kann ich 1000-mal, wenn ich immer sage, wiederholen, ich verfüge über das Bewusstsein als bewusster Autor, dass ich nicht zu niemandem, kein Charakter, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er so ist, wie er von mir ausgedacht. Genau. Bist du schon ich? Mm-hmm. Was soll mir das sagen? Ja, wie viel Scheißdreck muss ich euch eigentlich noch einspielen, dass ihr den Wahnsinn macht? Also kann der liebe Gerhard Schröder nichts dafür, dass er jetzt die Gasmillionen scheffelt. Habe ich vor 15 Jahren, wie er schon Bundeskanzler war, habe ich meinen Fischer, auch Joschka Fischer, der Grüne, die sind alle Hochfinanz. Das Prinzip ist ganz einfach, in der Opposition kämpft man zuerst einmal gegen das, dass ich an die Macht komme mit blinden Versprechungen und der eigentliche Charakter ist auch, ist Neid, es ist absoluter Neid, dass die am meisten gegen die Regierung oder gegen irgendwen wettern, nur neidisch sind. Du wetterst nicht gegen irgendwelche, auf die du nicht neidisch bist. Und letzten Endes, wenn sie dann die Position Evolution, Revolution austauschen, das noch schlimmer zu machen, wie das, was ich früher bekämpft habe, mache ich dasselbe noch schlimmer. Ob das der Schröder ist, ob das der Fischer ist, du kannst so reingehen, wo du willst. Es ist ja, nur Machtgeilheit in einer Scheinheiligkeit bis zum Besten. Ich habe so unendlich Dreck am Stecken innerhalb der Geschichten, wenn du hinter die Programme schaust. Unser Finanzminister, ich kann mich noch erinnern, wie er Oberbürgermeister von Hamburg war. Der Verdeckung, die Hamburg heißt, du bist ja wenn Finanzwesen, wie diese Hamburger Bank gestützt wurde mit Steuergeldern, weil sie systemrelevant ist, wo er voll die Finger im Spiel hatte. Jetzt nicht nur bei Wirecard. Und da hat er Aussagen, der hat ihn an der Pressekonferenz, wenn du nicht ganz blind bist, hat er 5-6 Mal absolut offensichtlich 100%ig sicher gelogen. Das ist wie, was ich jetzt nicht verstehe, wenn du offizielle Presse hast, dass hier in keinster Weise die Sterbezahlen vom Statistischen Bundesamt gebracht werden. Dass diese Corona-Zahlen, selbst ich habe ja schon im März oder was darauf hingewiesen, die Sterblichkeit an normaler Influenza, normaler Grippe der letzten 20 Jahre, Robby, ist je nach Grippejahr, das sind ja so saisonabhängig, so wie die Äpfel an die Bäume, wir haben ein Jahr, wo gar keine Äpfel gibt, da gibt es viel Äpfel, ist die Sterbezahl waren in der Statistik der letzten 20 Jahre zwischen 15, je nachdem was du hast, und 45.000 Tote, die ganz normal an Grippe in Deutschland sterben, zwischen 15 und 45.000 Tote. Mittlerweile dieses Jahr haben wir Sterbefälle mit Corona,
mit Corona, glaube ich, sind wir jetzt bei 18.000 oder 19.000 mit Corona. Wohlgemerkt, das sind alle, wo der Coronavirus festgestellt wurde. Und du kannst überall nachlassen, im Schnitt oft 15.000 bis 45.000 jedes Jahr, die nachweislich an Grippe sterben. Also es ist ganz ein normales Jahr gewesen, bis auf das Tohuwabohu, das alles, dass die Wirtschaft komplett niedergeht. Jetzt kommen natürlich die Verschwörungstheoretiker mit Menschheit ausrotten. Nee, es wird für dich so sein, wie du es denkst. Das ist Hirnwichserei. Du wirst mit deinem einseitig angelesenen Wissen jetzt Verschwörungstheorien, dass die Superreichen das ausmerken wollen oder wenn sie hier auf den Bill Gates, wenn sie dann losgehen, ich spreche nur noch mal kurz an, immer wieder zuerst einmal bewusst machen, was ist 1 zu 14 Millionen? Mein Autobahnbeispiel mit den 10 cm auf 1400 Kilometer. Zigfach gehört. Ja. 10 cm sind 14 mal 14 Millionen sind 1400 Kilometer. Fahr 1400 Kilometer mit dem Auto, wenn möglich ziemlich am Stück bis Pinkelpausen und steig aus und hast du bis oben hin die Schnauze voll. Es ist lang, bis du 1400 Kilometer gefahren bist. Und irgendwo eine Holzlatte, die 10 cm groß ist, wenn du eine Münze rausschmeißt und die triffst, das ist ein Sechser im Lotto. Wohlgemerkt ohne Zusatzzahl. Und jetzt mache ich Bill Gates mit einem Privatvermögen von 120 Milliarden. Das sind 120.000 Millionen. Nicht vorstellbar. Ich sag, wir sind da schon längst in einem Bereich, der nicht vorstellbar ist. Es geht ja schon, wenn ich jetzt sage, er will ja Gutes tun und 5 Milliarden, den Rest will er wieder reingeben. 5 Milliarden sind immer noch 5.000 Millionen. 5.000 Millionen zu 14 Millionen. Wir reden von 14 Millionen, das ist der 6 im Lotto, den habe ich dir gerade beschrieben. 5.000 Millionen sind ein bisschen mehr wie 14 Millionen. Das will er dann privat behalten. Weißt du, wie viele Menschen hier bessere Löhne, besseres alles, wie viele Menschen du ausbeuten musst, um dieses Geld auf die Seite zu bringen? Da ein Gutmenschentum in irgendeiner Form, wir reden von einer Gigantomie, dass ich sage, sag einfach mal, wie schon weg, wir machen jetzt einen Cut, verstehst du? Betriebssystem platt machen, neue Software aufspielen. Da brauchst du gar nicht mehr rumdrehen. Das passiert, wenn du wach wirst. Yes. Nicht vorstellbar. Das ist, wir sind in einem Bereich, dass das eh schon ein Wahn ist. Das unvorstellbar kleine, alles die ganze Quantenmechanik. Die Symbolik ist alles hundertprozentig in Ordnung. Aber die sind Wahnsinnige. Du denkst, du hast um dich herum Wahnsinnige und das sind Spiegelbilder deines eigenen Wahnsinns. Der mit diesen einfachen Beispielen sich auflöst. Du musst nicht, du mach, was ihr sagt, seid ihr, habt euch lieb. Ich glaub's gar nicht, was das für eine Kraft gibt in einer Partnerschaft, wenn man in einer Partnerschaft das spielen kann. Das ist ja, wo sich viele immer, wo ich sage, wo einer ist und der andere will es nicht, wirft die nächsten Konflikte auf. Aber wenn ich ein Bärchen bin, wo es beide gleichzeitig spielen, wie Buddy Donis oder Buddy Fennings oder jetzt bei euch, in Ansätzen, wenn er daran arbeitet, Buddy Honey und Jan. Und du hast als Einzel hast du keinen Einfluss, du kannst bloß das Beste machen, den anderen so zu lieben, wie er ist. Ja. Und nicht zu das mit all seinen Marotten. Und das ist kein Arschkriecher, Marion. Das ist ganz wichtig. Ja. Es geht nicht um Arschkriecherei, sondern ganz einfach der Satz, hätte ich jetzt den sein Programm, würde ich alles genauso sehen wie er. Ja. Und wenn wir das beide gleichzeitig machen, dann kann das eine für mich mein schönster Moment am Tag ist, wenn die Tür aufgeht und meine Marion reinkommt. Seit 20 Jahren. 26. Hochzeitstag. Am 23. Dezember hatte ich meinen 26. Hochzeitstag. Wow. Wir sind ja relativ spät auch zusammengekommen. Aber jetzt noch mal kurz was anderes. Mit diesem Programm ausschalten, damit haben wir nichts mit zu tun. Wir gar nichts was machen. Was hast du für als träumender Geist für eine Möglichkeit, dass du wach bist? Gar nichts. Passiert einfach. Es wird passieren, wenn du die Führerscheinprüfung bestanden hast. Das heißt, wenn du in der Lage bist, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen. Ja. Ich sage, alles zu lieben heißt nicht, alter Satz vom Udo tausendmal wiederholt, alles zu lieben heißt nicht, dass du jeden Ausschlag um den Hals fahren musst. Du kriegst dann Zustand wie im Zoo. Dass du einfach die ganzen Kreaturen, ihre Andersartigkeit, dich an diese extremen Vielfalt und Andersartigkeit von Schöpfungen
erfreust, wie du dich an Charakteren in Krimis, in Horrorfilmen, ob das jetzt perfekt. Der Freddy Krüger ist in Halloween oder ob das hier Heilige ist oder Jesus in den Märchengeschichten des Neuen Testaments, das sind alles Märchengeschichten. Das Wertvollste, was du hast, sind die Märchengeschichten. Ja. Aber die Metaphern sind wichtig. Nur dieses, die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern. Holofeeling zeigt dir, dass all die um dich herum, die Politiker, die Pfarrer, egal was es sind, die sehen alle des Kaisers neue Kleider, weil sie von ihresgleichen nicht als blöd angesehen werden wollen. Ja, das ist jetzt auch so deutlich. So deutlich. Ja. Es ist innerhalb deiner Partei, musst du, und innerhalb der Parteien sind die total zerstritten. In den Kirchen genauso gibt es Grieche, Kampfgrieche. Das sind die, die, es ist so, bei was fällt gerade nochmal ein Köln, der Prozess hier mit Kindesmissbrauch. Das ist ja offiziell, ich sage jetzt immer offiziell, nicht, dass es richtig offiziell heißt, der eigentlich hinderlich, sondern in der normalen, normiert, logischen Schiene der Bundesrepublik Deutschland ist offiziell das, was der Staat und die Masse, die hier an diesen Dünkel hängt, anzieht. Das ist ja, und da waren ja nicht der jetzige Bischof von Köln, sondern der Vorgänger, waren ja ganz große Kindesmissbrauche, die sind jetzt alle in unserem Alter oder wenn jünger. Die hier geklagt haben, die ihr ganzes Leben die Hölle, ein Trauma, eine Psychose durchlebt haben, was du nicht wegkriegst, wenn du ein Jugendtrauma hast. Das sind ja alles Jugendtraumen, die man aufarbeitet. Und da sind Prozesse gelaufen. In Köln im Bistum, ganz aktuell, war voriges Monat oder was ist das wieder aufgegriffen worden, ist jetzt, und die haben sich natürlich wieder entschuldigt, mehr Kulba, immer wieder nur entschuldigen, mehr entschuldigen. Und der jetzige Bischof sagt, es war mein Vorgänger dafür verantwortlich, was soll er groß machen, ich kann da auch nicht. Auf jeden Fall ist jetzt dann hier, sie haben Entschädigungen bezahlt, 7,750, die hier geklagt haben, in unserem Alter wohlgemerkt, die ihr ganzes Leben versaut bekommen haben von diesen Kölnpfaffen. Die haben jetzt 750.000, es waren übrigens viele, viele, 750.000 Euro Entschädigung gekriegt. Und jetzt ist rausgekommen, dass das Bistum Köln 2,6 Millionen ausgegeben hat für Rechtsanwälte und Gutachter, um diesen Schadensersatzzahlungen auf 750.000 runterzudrücken. Er ist kaputt, es ist kaputt. Das ist ein Fehler. Du sollst dich nicht drüber aufregen, wenn du sowas siehst, sondern du freust dich, dass jetzt die Fehler immer sind. Ja, den kann man ein simples Beispiel mit Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Das ist einfach, kannst nur mehr den Kopf schütteln. Naja, verrückte Welt. Schau, das ist eben wieder drin, das, der Geistesfunk, wenn ich jetzt immer zurückblätter, wie du mal kurz auftaucht bist in Röttenbach mit einer Marion. Das hätte sein können, dass er da die erste Aversion, die normal ist, dass er wegschmiert, dann hast du die Entscheidung, hätte ein ganz anderes Leben, hätte eine ganz andere Zukunft für dich. Ja, habe ich einfach Glück gehabt. Ja, das ist auch dann wieder auf dem Film, weil alle Möglichkeiten, wie mit dem Gesetz der großen Zahl, dann letztendlich doch wieder jeder Tropfen alles zurückkehrt. Unser Töchter war zweimal da und reklamiert Mittagessen. Mama und Papa. Weißt du, es ist doch einfacher, wie ich sage, mit Holofeeling. Es ist ja, du musst ja nichts, was ändert Holofeeling an Leben eigentlich? Am Leben selber zerst einmal gar nichts. Du wirst es selber durch diese Kleinigkeit immer wieder, hätte ich das andere Programm, würde ich das auch so sehen. Das ist alles, was deiner Logik widerspricht. Jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist unvollkommen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass was unlogisch, das was nicht stimmt, was einer behauptet, steht meine Logik im Widerspruch zu seiner Logik. Und es geht nie, denk wieder an das Klingelingen-Beispiel, dass man die Seiten wechselt, dass du von dem Glauben in den Glauben, von Einseitigkeit in von einer Unheiligkeit in die nächste Unheiligkeit reinschiebst. Mich interessiert was ganz was anderes, das heilige Ganze im Hintergrund. Und dann erkenne ich irgendwann einmal, hey, das bin ich ja selbst. Ich bin der einzige konstante Ich, rot geschrieben, dieses Ich bin. Ich bin der einzige konstante Parameter. Und es ist jetzt ein kleiner Sprung zu sagen, wenn ich ein träumender Geist bin und mein Leben ist wie ein Buch, wie ein Programm, wie ein Film, wie eine DVD, ein Videospiel. Der vom Bücherregal, von der DVD, von den DVD-Ständen, ich muss ja, ich bin der Einzige, der alle verschiedene Spiele und alle Rolle spielen muss, darf. Siehst du schon wieder zwei Seiten. Ansonsten macht man das Beste draus. Und man kann im Kleinen, wenn du nicht so arg resonierst, man kann ja nicht davonlaufen. Kannst du immer, das war in den letzten Selbstgesprächen, Puzzlestücke, die auftauchen, die muss ich auch, meine Logik selber darf ich nicht verändern. Mein schönes Beispiel mit den Sinnesorganen.
Wir sagen jetzt, Sinnesorgane sind spezielle logische Systeme. Ein Sehvolk, ein Hörenvolk, ein Schmeckenvolk. Ich mache mir die anderen Fähigkeiten zu eigen. Deswegen verändere ich nicht das Sehen oder das Hören. Ich erweitere mich. Ja. Ich erweitere mich mit dem, den ganzen Scheiß, den ich vorher bekämpft habe. Wenn ich zum Beispiel Krankheit bekämpfe, fällt mir das hier. Das bin ich, bin gesund. Du wirst immer wieder diesen Wechsel mitkriegen, hell-dunkel wie mit hell-dunkel. Und ich weiß jetzt, das gesund gibt es nicht ohne das krank. Und wenn ich plötzlich erkenne, die beiden können untrennbar zusammen, dann wird das Thema abkocht, dann ist es überhaupt kein Thema mehr. Die Sache mit dem Haar, wir verändern das Haar nicht, wir verändern das Wort Haus nicht und wir verändern den Satz, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne, auch nicht. Könnte man. Der Satz wiederum ist ein Satz aus einem Kapitel. Das ist die Veränderung. Ja. Die Erweiterung, nicht das Einzelteil verändern. Ist denn, kann man denn auch sagen, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich viele Verbindungen mache, dass dieser Frieden nicht auch eine Frucht dessen ist, dass man... Ja, sowieso, der Frieden, Frieden, Prieden ist doch schon das Wort Frieden, beginnt doch schon, Frieden ist doch Pri. Die Frucht. Das Frucht, das heißt auch das Erzeugnis. Das die Frucht, das Erzeugnis von Eden. Und im Garten Eden stehen ja die Bäume, der Baum der Kenntnis von Gut und Böse. Sagt die Schlange, die Nachasch, was übrigens auch Wahrsager heißt. Schau mal, gib Nachasch ein. Das ist der Wahrsager. Der Sinus, der eigentlich dann hier Anoki, haben wir ja heute Morgen noch gehabt, das Anoki, die Zufälle, hörst du nicht den kleinen Traum da hinten? Das sind Lieder, die habe ich, wo ja die Hanni schreibt, das hat ihn, was ihr aber nicht aufgefallen ist, ist hier, dass das 3,43, die Laufzeit von dem Lied 3,43 ist, wo sie reingestellt hat. Jetzt sind wir wieder beim Hüben 3 und drüben 3 und mitten die Rode 4. Ja. Auch Kennzeichen, was wir an Autokennzeichen sehen, da meinst du, das ist nicht. Stochastisches Denken. Modern, das ist stochastisches Denken. Das ist, du weißt, das ist meine Modern zum Beispiel, die ja mit Wörter auffächern und so überhaupt nichts am Hut hat, das habe ich immer wieder gesagt, das ist nicht die Aufgabe. Ist es definitiv so, aber dass die mitkriegt, die sagt immer nur noch Denken und Materialisieren, das ist so unglaublich, sagt sie, das ist, da wirst du zugeschissen, sobald du was im Kopf hast, dass das in kürzester Zeit materialisiert sich das. Und es ist jetzt vollkommen nur beobachten. Du musst ja der Beobachter werden, nicht der, der jetzt will, dass ich was schon wie in der weißen Magie, dann strebst du ja schon wieder einseitig hier ziehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich muss alles interessieren, sondern du merkst, dass durch dein Interesse hier plötzlich diese Wunder passieren, was man Synchronitäten, Zufälle, ist auch immer wieder das Erste, was du mitkriegst, wenn du mal mit Holofeelinger, wenn du in den Frieden kommst, dass dich die Zufälle um dich herum, oft in Kleinigkeiten, ja, dass ich das, was ich erzählt habe, zum Beispiel bin heute hier mit dem Mustang, ja, da war dann übrigens Ritter und Martin mit dabei, diese Mustang fahren wirklich in Rum bei uns in der Gegend, das ist so selten wie Ferraris fast, und dann sehen wir einen Mustang fahren. Ich rede von dem Mustang. Er sagt, er schickt mir ein Bild, ihn hat der Mustang überholt, weil er mit seinem Auto vorn, sagt er, der ist an mir vorbeizogen, als wenn ich stehe. Und es sind ganz wenig Autos, die den bis jetzt überholt haben. Nicht, dass die nicht geben sollten. Einfach nehmen wir jetzt den neuen, den jetzt kriegt, wird es noch schwerer werden. So, jetzt hat er wieder so ein quietschiges, kleines, böses Ding. Jetzt ist es also so, er schickt mir das Bild, dass er hier sagt, selten, weil er fährt schnell und es ist ganz selten, dass er mal wirklich so ein Ferrari-Monster sieht, mir ganz selten vorne, dass einer an ihm vorbeibrettet. Und es war ein Mustang. Mustang auch. Ein roter Mustang. Ist auch das Pferd dann, drin. Pass auf, und der Witz ist, er schickt mir das Foto und ich gehe mit der Maus zum Markauf, ich wiederhole das nochmal. Ich zeige das, wir gehen zum Markauf auf dem Weg, kurz, Markauf ist unser auf dem Parkplatz vom Markauf, ne? Wir gehen Kaufland. Kaufland sind wir gegangen, dann fährt der rote Mustang, genau den ich mir das Foto geschickt hat, fährt an uns vorbei, Weißenburger Nummer, so, ich schaue sogar in Weißenburger Nummer. Geht mal rein, ich bin dann nicht mit rein, weil ich keine Maske aufsetzen wollte, die Maus hat bloß eine Kleinigkeit, gut, ich bin außen, fährt du 2 Minuten später schwarzer mit einer Nürnberger Nummer an mir vorbei und dann kommt sie raus und wollte dir zeigen, jetzt war noch mal einer. Und dann hast du einen Grott und dann hat er aufgedreht, so, ich hör, dusten, aber das war doch mal eine in Schwarz.
Dann erzähle ich es dem Holger, da sagt er, der ihn überholt hat, war schwarzer, den roten hat er bloß reingestellt, weil das das erste Foto war. Oh ja. Im Internet wollte er mal Fotos schicken, das war eigentlich ein schwarzer. Wir fahren ihn doch drauf mit Ritter und Martin, sind wir in Gunzenhausen irgendwie gewesen. Wir fahren in Gunzenhausen. Unglaublich. Vier Stück? Nein. Mit verschiedenen Autonummern. Ich sage, das kann es überhaupt nicht geben, die Wahrscheinlichkeit. Wir sind dann da zugelassen mit verschiedenen Autonummern. Da hat der Holger gesagt, jetzt darfst du mal langsam aufhören. Du vertreibst. Er sagt, ich wüsste überhaupt nicht die letzten Jahre, dass irgendein Mustang sich... Ja, verrückt, ne? Ja. Das sind so Denken, materialisieren, die Wunder, ja. Du merkst, du hast einen Fokus und dann baut sich das auf das Prinzip. Und jetzt, um das zu sehen, wird das natürlich nochmal unterstützt. Ja. Weil da gibt es keine Welt. Genau, und wir werden es dann... Es gibt dich auch, dass du jetzt an den Robby denkst. Und es gibt dich auch, du bist immer. Das ist der Konstante, dein ganzes Leben hat sich das nie verändert. Und ich kann es dann immer sagen, wenn du ein Gefühl kriegst für das, was du bist, musst du dir eingestehen, bin ich eigentlich älter geworden? Wenn du jetzt irgendwie was machst, was nachgrübelst, was liest und dich interessiert was, und du denkst jetzt nicht spezifisch nur an den Körper, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, sondern nur ich und meine Information, wo mich jetzt interessiert, wo ich irgendwas rauskriegen will oder wo ich was lernen will oder was mich halt interessiert, wie das genau funktioniert. Und dann kriegst du ein Gefühl, dass ich doch eigentlich noch dasselbe bin, wie wenn ich an einem Fahrrad oder an einem Moped oder sonst was rumgeschraubt habe als Jugendlicher, wenn ich jetzt zurückblende. Mir wird bewusst, es ist bloß jetzt. Es sind meine Informationen. Ich selber habe mich überhaupt nicht verändert. Die Informationen haben sich verändert, indem ich jetzt auf höheren Zeiten bin, kann ich viel mehr und komplexere Sachen ausdenken, weil ich ja in dem Buch schon reingelesen habe. Aber an mir hat sich, an dem Leser hat sich doch überhaupt nichts verändert, an dem Erleben. Nee. Ja. Und dann kommt vielleicht wieder Wehmut, wenn man zurückblättert und man denkt sich jetzt seinen Körper aus, den alten Suppenhundkörper und blättert dann zurück. Und was war mir für knackige Burschen? Das, ja. Das aber es sind doch alles nur Gedanken, das eine wie das andere. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das jetzt ist gedacht. Alles nur Gedanken. Ja. Die nur sind, wenn man sie denkt. Ja. Ändert an dem, der den ständigen Wechsel beobachtet, nichts. Ja. Das ist immer ein Prinzip, sagt es der Verwandte, den wir uns jetzt ausdenken auch. Aber das sage ich halt, das bisschen schwanger ist, das ist die Lehre von Nevermind, wofür sie sagen, den studiere ich seit 20 Jahren. Das ist dieses super Auto, wo ich beschreibe, wo der Korbensteck an der Zündung, der den Zündstrom liefert, nicht angesteckt ist. Ja. Das heißt, das Ding wird nicht fahren, du kommst mit dem Wissen nicht weiter. Weil das Wesentliche, das wirklich Wesentliche, chronologisch denken, einseitige Ziele anstreben, Wünsche verwirklichen wollen. Genau. Was will ich an Wunsch verwirklichen, wenn ich Holofeeling begriffen habe? Es ist ja eh alles ich. Nicht nur, es gehört mir, das bin ich. Und was kann ich noch alles sein, wenn ich mein Programm erweitere? Was habe ich noch für Möglichkeiten, an Informationen in mir aufzubauen? Mit einem komplexeren Programm. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz. Das ist jetzt nicht mehr davon abhängig, dass irgendein Gedanke, den ich mir denke, das versteht. Ein Gedanke von dir wird es niemals verstehen. Alles, was existiert, wird niemals verstehen, was Ewigkeit ist. Es kommt aus der Ewigkeit für einen kleinen Moment. Fehler. Hebräisch Fehler. Und kehrt wieder da zurück, wo es herkommt. Es kommt aus mir und kehrt wieder in mich zurück. Jetzt hast du verstanden, wer ich bin, ist.